Moin Leute, Travis hier. Wir spielen weiter Grounded. Der 3-Tage-Stream hat nicht gereicht. Wir sind absolut im Endgame. Die haben noch stundenlang weiter gegrindet. Alter, krass, der hat mich vergiftet. Die Story ist ganz einfach. Wir sind ganz klein in dem Vorgarten. Sind geschrumpft. Wollen wieder groß werden. Jetzt sind da die Geheimnisse gekommen. Gut, wird gerade dunkel. Hier seht ihr so den Garten. Haben eine unglaublich geile Base. Sind im Late-Game. Müssen jetzt noch ans letzte in so ein Spielzeugschloss, was für uns natürlich immer eine große Burg ist. Und danach müssen wir die letzte Lockdown-Sequence machen. Und dann könnten wir es schaffen, wieder groß zu werden. Unsere Basis ist unglaublich. Wir können schon Late-Game-Stuff grinden. Es ist wirklich ein Game. Ich kann es nicht in Worte fassen, was das... Also es ist... Es ist wunderschön, das Game. Es ist ganz krass geworden. Also wir haben 3 Tage gezockt. Es hat bei weitem nicht gereicht. Ich bin eher süchtiger geworden dadurch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit den Highlights. So, Romata, du hast mich einmal angegiftet. Das hat mich ja komplett fast gekillt. Ja, das war der Plan. So, gut. Hier, die ist komplett, wie gesagt, das ist die Mantis-Rüstung. Die kannst du nehmen. Die ist komplett alle Teile auf 9. Auf welchem Level ist die? Alle auf 9. Digga, wie viel hast du gegrindet? Und jetzt habe ich meine Rüstung auch noch gemacht und die ist auch komplett auf 9. Oh, ich sehe cool aus. Ja, sieht nice aus. Die ist auch ganz. Die ist stark, die Mantis-Rüstung. Und ich spiele jetzt aber noch die Zeckenwaffe auf Level. Ist nicht schlecht. Zecke ist nicht schlecht, Level 6. Zecke ist gut, die kannst du auch hoch machen. Ich glaube, Zecke ist generell strong. Haben wir keine Zeckenschwert auf dem hohen Level, dann würde ich das einmal upgraden, wenn das geht. Mach das. Denk dran, du hast nur ein Upgrade. Es gibt keine Ressourcen mehr auf der Welt. Wir können es nicht umskalieren. Was? Bis wir jetzt in diese Burg gehen und dieses neue Rezept kriegen für Slime. Ich lass meine Waffe Level 6. Ich lass die. Nein, warum denn? Echt? Wir haben noch voll Sachen. Mach. 7 kannst du ja so oder so machen. Erst 8 wird sauteuer. Naja, 7 kannst du eh machen. Okay, da brauche ich 10 mächtige Klumpen. Haben wir die gerade? Nö. Ja, musst halt. Ich mach rennen. Welche. Ich mach hier 5. Okay, gut. Schild kann man nicht upgraden, ne? Nein, leider nicht. Das ärgert mich auch. Oh, wer hat irgendwo ein Reparaturwerkzeug eingesaftet? Mit sowas nicht. Du bist der Ingenieur hier. Hab ich kleiner, den eingesaftet? Kleine Sidefrage an Romatra. Ja? Man kann ja Grasstängel abfarmen. Ja. Und diese dann auch die Stängel wegmachen. Die wachsen dann nicht neu nach. Und die Grasplatten kann man im Pürierer zu Grasfasern machen, zu Pflanzenfasern. Okay, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Guck, ja, ich weiß. Das heißt, man könnte theoretisch die komplette Map von Rasen befreien. Wäre witzig. Wollte ich nur. Ist zu groß das Projekt, wäre aber witzig. Man könnte die komplette Map von Rasen. So komplett oder was? Ja. Also auch die Stängel ab und die wachsen gar nie mehr nach. Nie mehr. Rasen wächst nicht nach. Ich habe das hier vorne gemacht. Guck mal, wenn du das hier meine Basis siehst. Ja, zeig mal. Wo mein ganz kleiner Außenposten hier, direkt nach unten, wo ich immer Gras farme. Ja. Das war alles, bis unter die Linie, alles voll mit Rasen. Also das war alles Rasen. Ah, okay. Ich habe da ungefähr schon 50, 60, 70 Grasstänge gefällt und verarbeitet. Jungs? Ja? Witzig. Ich habe hier gerade 2 riesige Quellen oberster Quarzit gefunden an der Burg. Ja, aber ich dachte, wir gehen nicht an die Burg. Oberster Quarzit? Ich bin nicht in der Burg drinne, ich bin da außen rum am Laufen. Scherben, so. Oder was? Oberster Quarzit, baue ich jetzt gerade ab hier. So, geil. Scherbe, 7-mal. Digga, die haben wir nicht gefunden gestern. Aber ich bin gar nicht bis zur Burg gegangen, Bro. Ich glaube, G-Time ist zur Burg reingegangen. Also der ist auch nicht drin. Aber guck mal, wo G-Time ist. Also der ist quasi an der Burg dran. Direkt an der Burg. Ich bin unten an diesen Felsen hier drumherum bin ich. Hast du das gefunden? Das habe ich nicht gefunden. Da. Okay, so weit bin ich gar nicht gegangen. Unter der Burg, da ist, die hat ja so eine Platte. Da drunter war das. Das habe ich nicht gesehen. Ja, wenn du die findest, wenn wir 10 so zusammenschrauben können, kannst du ja auch deine Waffe auf 10 machen, auf 9. Wir haben nicht was ist das hier? Haben wir hier? Ah, wir haben frische Lager, wie geil! Ja, guck. Wenn du da Sachen reinlagerst, dann vergeht's nicht. Wow, das ist ja ultra geil. Und ihr habt gekocht. Oh, das liebe ich ja, Leute, ne? Warum hast du den hier schon gesehen? Die Saftmaschinen? Nee. Warum habe ich keine Pflanzenfasern? Warum haben wir keine? Mal die Saftmaschinen anschauen. Jeder braucht eine Pusteblume, ne? Echt? Oh. Ja, oh. Jeder. Sonst kommen wir nicht auf die Borch. Hab eine dabei. Pusteblumen immer im Inventar haben auch. Keine. Smart. Trust. Trust and must. Die gehen aber kaputt. Mist, da muss ich mir jetzt noch irgendwo holen, schnell. Ich farm gerade kurz. Ja.
Ja, wenn ihr eine mitnehmen könnt, wäre geil. Also die obersten Quarzitscherben kann auch jemand von euch haben, ne? Da ich ja eh tanke, brauche ich nicht unbedingt jetzt eine OP-Waffe. Ich hab zwei noch gefunden. Dann würde ich die einfach nehmen. Ja. Das reicht eh nicht für eine 10. neue Upgrade. Ja, wir haben auch gar nicht genug Skarabäus. Skarabäus sind ja aber auch leichter zu farmen jetzt, ne? Die kriegen wir. Okay, ich habe jetzt meine Zeckenwaffe Level 8. Geil, danke Leute, ne? Das war ein fetter Grind. Das war wirklich, Alter. Wie farmt ihr denn am besten Spinnenfang? Szene, was du dafür brauchst? Was meinst du denn? Für was? Musst du dir nicht ganz viele Spinnenfang-Szene dafür grinden? Nee, Skarabäus mussten wir töten. Diese Glitzerkäfer, die mal wegrennen. Aber Spinnfangzähne auch. Für was? Nee, für die Schleifsteine, oder nicht? Nee. Wir haben genug Zeug, also. Wir haben ja das. Also, dieses. Es gibt ja jetzt drei Level von Schleifsteinen: Schwach, Mittel und Stark. Und den Starken, da haben wir noch gar kein Rezept für mit was anderem. Und die Mittleren haben wir mehr als genug, ohne Ende. Okay. Also, ich habe, glaube ich, noch nie das Rezept benutzt. Weil für was okay, anderes krass. Brauchen wir das Quarzit ja eh nicht, oder? Außer zum Waffen verbessern. Ja, du hast recht. Ob das alles so begrenzt ist, ja. Erstmal ja. Max und G-Time, ihr habt noch keine Pusteblume, ne? Nee. Nope. In der Pfeile-Kiste ist eine Pusteblume für each. Geil. Nehmt die mit und macht euch mal ready, dann lasst mal die Borg absteppen. Kann mir einer als meine mitbringen? Wo bist du denn? Bist du noch da, oder was? Dann nehme ich deine mit. Ich bin noch mit. Hier am Teich, ja. Okay, Max, nimm deine aus. Wo bist du? Ich bin unten, ich komme gleich. G-Time ist unten am Teich, wann gehen wir los? Jetzt. Ich will noch einmal kurz den Saft einsammeln, dann. Wenn du ready bist. Noch kurz, brauche Pflanzenfasern für Verbände. Oh, stimmt, die wollte ich auch gerade sammeln, aber ich habe vergessen. Ja, deswegen sammle ich gerade noch mal Saft ein. Dann werde ich mir auch noch mal ein paar Verbände machen. Ja. Krass, dass die Grasfasern weggebraucht wurden. Hattest du nicht unendlich viele Grasfasern erstellt, G-Time? Mhm. Ja, ich habe davon Seile immer direkt gecraftet auch. Ah, okay. Ein paar Fasern können wir auch behalten. Alter, hab ich Bock, wie geil. So ein Scheiß, so ein stressiger Tag, wenn man nach drei Tagen Zocken wieder mal in die Realität geworfen wird, Alter. Ja, ja. Also, korrekt. Das machen, das machen, das machen, das machen, telefonieren hier, telefonieren da und dann einfach kacke, Alter. Ich würde gerne einfach nur zocken, für immer. Gern machen. Ja. Wir müssen schlafen, bevor wir losgehen, ja, das ist klar. Nee, G-Time ist schon da. Oh, echt? Okay. Eh gleich in der Burg drinne, da ist das, glaube ich, egal. Ja, ist egal. Okay, dann mach ich mir kurz ein paar Verbände. So. In der Pfeilekiste ist meine Pusteblume. Ja. Gut. Oh, ich habe jetzt hier eine Fackel. Brandstifterfackel, die geht für immer, ne? Ja. Hast du gemacht? Ja. Witzig, auch. Geil. Boom. Licht. Wie hell es auf einmal hier ist. Heftig. Eine Fackel für immer ist ja geil. Ja, ich müsste alles haben. Trinken ist aufgefüllt und Essen nehme ich mir noch ein Stück mit. Sam. Ich nehme aber drei. Zwei Essen mit und noch einen trinken. Okay, dann können wir los. Wie kommen wir da hin? Easy. Wo ist das hier eine Kieselkanone? Kieselgeschütz. Was sind die? Achso, nee, die sind. Ja. Vielleicht sind die cool. Bei dem verteidigen Dings. Komm, Max, komm. Achso, ich dachte, du hast falsche Richtung gesagt. Bin ich wieder zurückgerannt. Nee. Jetzt bist du falsche Richtung. Aber jetzt bin ich richtig. Nach unter fahre ich. Ja. So ein Scheißname, Alter. Ja, echt wirklich. Unter ist echt ein Scheißwaffe. Ja, ja. Das muss aber sein, fickt euch. Er hat Ober gesagt, aber musste ich unter sagen. Einfach so. Ich dachte dann noch, wir haben nur eine Bahn zum oberen Garten, aber wir müssen ja insgesamt vier gefühlt haben.
könnte noch mal mehr aufspannen. Mhm. Habt ihr schon eine Seilbahn zum Mantis direkt? Nee, ne? Ja, oder was grindet ihr, um stärker zu... Ja, haben wir echt. Haben wir echt. Wir können ganz easy die Zipline durch die ganze Map bauen. Das Schwerste ist nur bei der Basis, die Plattform und Fundamente zu machen. Aber das ist auch nicht so schwer. Okay, kommt ihr mit? Ich leade. Ich sprinte. Ihr habt nicht schnell sprinten drin, glaube ich. Warum seid ihr so langsam? Ich hab schnell sprinten drin. Ich bin voll schnell. Ich mache Licht. Wir gehen jetzt in eine Burg. Wie war da die Story gerade? Oder wieso, wie kamen wir auf die Burg? In der Burg können wir alle unsere Waffen auf Max machen, wenn wir fertig sind. Und das... Ja, sorry. Wissen wir... Es ist so ein bisschen... Also es ist nicht Main Quest, aber es ist trotzdem Story relevant. Okay. Du hast extra Klumpen gemacht zum Upgraden, nicht benutzt. Doch, ich habe sie zweimal upgegradet. Sie ist jetzt Level 8. Von 6 auf 8 habe ich sie gemacht. Hey, Finn. Okay. Auf geht's zur Borg, Alter. Seid der Fall Guys Guy, okay? Oh, so Parkour? Ja. Pflanzen hochklettern. Bis auf Maximum. Habt ihr meine Blüte? Ich hab die, ja. Ja, okay, warte, ich komm hoch. Dann komm auf eine ebene Fläche, dann droppe ich sie dir. Zu mir. Hier ist eben. Wenn hier nicht eben ist, dann ist nirgends eben. Die Pflanzen hochblättern bis zum Maximum. Und meine hier Mechanics. Jetzt nicht noch höher, ne? Ja. G? Meine Mechanics sind halt echt mager. Bist du da? Tja, wo bist du da? Ja gut, dann packt ihr das ins Shell-Inventory und die anderen auch. Ihr seid falsch, by the way. Hä? Ihr müsst hier hoch auf diese Pflanze. Nur von der Pflanze geht das? Ja. Habe ich gerade Stift- und Warentest gemacht. Aber ich sehe Schwanz. Da weißt du circa wohin. Macht jetzt alle mal Tab und guckt, ob Pusteblume rechts bei Zubehör drin ist. Wenn das nicht drin ist, habt ihr verkackt. Tab, Pusteblume ist drin. Pusteblume, Schirmchen habe ich drin. So. Musst du nicht auch ich sehe nichts, aber ich springe jetzt einfach. Du siehst nichts und springst. Und sofort zünden. Ich bin höher als die Time. Ganz weh gedrückt halten. Ganz böse. Ich wehe. Und bei mir landen. Ganz dolle. Ja, gut. Sehr nice. Ruth? Ich bin mir nicht richtig gesprungen, vielleicht schaffe ich es nicht. Ruth! Du musst es schaffen, Rumatra. Oh mein Gott, du musst es schaffen. Oh, let's go, Peace! Wenn er das nicht geschafft, hätten wir den ausgelacht. Ja. Weiter bin ich nicht gekommen. Ich weiß nicht mal, ob das der richtige Weg ist, aber ich glaube schon. Ich check nicht, warum das Game so krank kompliziert ist. Das findet doch kein Familienvater raus, der das Game mal so zockt. Guck mal, wir weißt können ja noch auf tiefere Ebenen gehen. Oder höhere Ebene, keine Ahnung. Ja, hier war ich eben unter der Platte unterwegs. Hier bist du auch anders hingekommen, oder was? Ja, da bin ich einfach hochgejumpt hier auf die Ebenen. Was? Ja. Wie bist du denn hier? Oh, einer ist gefallen. Hier unten, ja, hier unten hier. Und dann kannst du hier hoch wieder. Und ich bin von da hinten hochgekommen so. Und hier bin ich lang gelaufen. Und hier war das dann heftige Zeug drin. Ja, okay. Ja, dann. Das war hier weiter hinten unter der Platte dann. Ja, okay. Deswegen haben wir es auch nicht gefunden gestern, Ruth, weil wir sind ja, wir wollten ja hier nicht hin. Ja, wir wollten hier nicht hin. Ja, ich wollte hier auch nicht hin. Ich bin hier hoch, genau. Und ja, und hier war das heftige Zeug, siehst du? Ich bin hier vorhin runtergefallen. Oh, Scherbe. Und noch was. Und nun? Max ist tot. Max ist stuck. Ich habe auch gedacht, Alter, da kommt jetzt nicht mehr raus. Das hey, ist hey, hey. Wo man nicht mehr rauskommt. Das Problem ist, es ist nachts. Ich sehe gar nicht, wo wir droppen könnten, um zur Burg zu kommen. Oder ob es wirklich der einzige Weg ist. Hier würde ich droppen, oder? Nee, ne? Wie bist du denn hier? Ich frage mich, wie du hier hochgekommen bist. Okay, wir müssen in die Burg reinkommen. Ich frag mich, wie es hier jetzt weitergeht. Ja, vielleicht müssen wir doch bauen, ne? Wenn wir hoch wollen. Als ob man sich irgendwo hinbauen muss. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ach, wir müssen noch höher hier, von hier aus. Ja, wir müssen höher eigentlich. Aber es ging ja nicht mehr höher von unserem Spot aus. Hm. Also nicht, ob wir jetzt hier nochmal hochkommen. Ich denke nicht, dass wir da nochmal hochkommen. Aber es gibt einfach auch keinen Weg hoch, ne? Aber wieder gerne, das ist doch Schwachsinn. Das glaube ich nicht. Einspruch. Das muss gehen. Als ob man da ganz hoch muss.
Komm. Macht sie ganz schön Damage. Jetzt fliegt sie einfach weg. Und jetzt kommt sie wieder zurück. Ich muss sie neuen. Geparried. Boom. Tot. Stark. Okay, ja, wie kommen wir da hin? Weiß ich nicht. Weiß ich mal mehr, wie ich hier hochkomme. Jetzt bist du auch mit mir unten. Witzig. Ja, vielleicht müssen wir doch bauen. Was ist ja richtig annoying zu bauen, ne? Im Moment ist da auch nichts. Aber ein Zahn ist hier in der Nähe, das ist ja sicher. Ja, also man muss da ja auf jeden Fall irgendwie hoch. Aber die Frage ist, wo, ne? Ich renne hier unten jetzt nochmal rum. Unten war, also unten bin ich so oft getaucht, so viele Runden, ich habe unten im Wasser nichts gefunden. Es ist da zwar eine Tür, aber das wird der Ausgang sein, wenn man da mal drin ist. Die ist abgesperrt. Hm. Vielleicht gibt es auch irgendwo eine Höhle vor der Burg. Weißt du, dass man vielleicht von außen irgendwie reinkommt? Kommt man hier nicht mehr hoch jetzt? Ja, krass. Over. Ich gar keine Ahnung. Ah ja, hier ist die Ausgangstür. I see Ork steht da. Nochmal ganz hoch. Wieder Wasser, wie schlecht. Aber. Auch mit meinem Latein am Ende. Ich dachte, das wäre jetzt der Weg, weil auf diese obere Platten bin ich noch nie gekommen. Unten rumgetaucht seid ihr auch schon. Da ist keine Höhle, wo man reintauchen muss oder so. Ich bin noch nicht rumgetaucht. Ich tauche jetzt gerade ein bisschen. Aber wenn Reaper sagt, er ist da getaucht, dann vertraue ich. Stacheliger Wasserfloh, Goldkarte. Geil. Ja, hier habe ich gerade umgebracht. 3 Stück mit. 4 Stück mit einem Schuss. Und ich habe sie dann gelootet. Wenn man die mit einem Stab tötet, sind die sofort gebraten. Das ist perfekt frisches Essen einfach. Das ist ja geil. Lästig. Ja. Ich kann auch meine. Das gefällt mir nicht. Wir kommen nicht weiter. Müssen wir uns hochbauen? Ja, Leitern gibt es halt auch keine, ne? Also wir hatten Leitern, ich habe auch Leitern irgendwo mal gesehen, aber wir können die nicht bauen. Vielleicht müssen wir die mit Punkten noch forschen. Die müssen wir mit Funken erforschen, das weiß ich. Mit Funken? Punkten. Was kann das? Mit Forschungspunkten. Pure Science. Ach so, Pure Science. Umatra, deinen Einsatz, Umatra? Das ist a Science. Sauber. Jetzt weiß er, was gemeint ist. Aua! Aua, ich werde angeschossen. Lass uns ein bisschen Holz holen, dann cranken wir einfach die 90s, scheiß drauf. Also ich bin auch kurz vorm Cranken, sag ich euch. Ja, aber das kriegen wir ja niemals dahin, da ist Wasser, das das abtrennt. Da müssen wir die ganze Zeit Boden und dann da rüber bauen und dann erst hoch, ne? Ach, da unter der Scheibe waren wir, müssen da oben rauf. Ja. Ich raff's nicht. Ja, dann ist doch klar. Was ist klar? Was meinst du? Müssen wir die 90s cranken? So. Wie kriegen wir das? Wie kommen wir da rüber erstmal? Das schaffen wir zusammen. Wenn wir jetzt alle schnell hier Holz aus der Nähe holen, dass wir sind ratzfatz von da sind wir drüben. Schneller als du gucken kannst. Ich sag, uns fehlt Stabilität und Robustheit. Echt jetzt? Ja. Ich würde sagen, jeder holt jetzt hier Holz dran. Wo ist der kürzeste Weg darüber? Ich würde sagen, von geradeaus direkt. Komm, lass ein paar Mets holen. Let's go. Finde ich unbefriedigend irgendwie. Die Leute lieben es zwar, wenn wir 90s cranken, aber... Wir bauen uns darüber, das ist doch geil. Was ist geiler als darüber bauen? Ja, einen Eingang finden, aber das geht nicht. Die gibt's nicht. Auf die erste Fläche kommen wir nicht. Wir fangen an zu sprinten, so. Ich würde sagen, wenn wir gehen, dann hier hoch, da wieder unter das Ding und laufen dann. Kommt man hier hoch? Also man kann da hochspringen auf jeden Fall. Sollen wir nicht dann mit Grashalmen alle, hier wenn Max das Ding nimmt, dann kann er doch da 20 Grashalme transportieren. Ja, ich bin auch gerade mal hochgesprungen. So eine 90s-Treppe hoch. Nur Grashalme brauchen wir, nichts anderes. Das wir sind auch jetzt hier hochgekommen, Ruth. Über dieses umgestürzte
Ornament oder wie, was das ist. Da siehst du, also die da, boah, ganz im Norden der Burg. Ist so eine umgefallene Scheiße. Wenn wir alle anpacken und schnell Gras holen oder Holz, dann sind wir doch ratzfatz da. Ich muss gerade Science machen. Dann komme ich, wenn es nicht klappt. Kieselchen und trockenes Gras. Mich eigentlich interessiert, ob wir hier oben irgendwie durchkommen. Ich glaube nicht. Von da, wo Kevin ist. Ah, ich bin runtergesprungen, aus Versehen. Gut nachgemacht. Guck mal, wo ich bin, Ruth. Siehst du das? Warte. Ich glaube, das ist halt trotzdem völlig lost. Also hier, guck mal, da wo ich bin, kommt man auf jeden Fall mal wieder hochgehüpft. Ich bin beim Schaum. Welcher Schaum? Ja. Checkst du? Ein Frankenstein-Schaum. Grüne. Ah, doch. Check ich, glaube ich. Check ich auch. Oh mein auch. Gott. Okay, so hoch bin ich noch nie gekommen. Ich habe es einen Ticken früher gecheckt. Guck, wo ich bin. Mann, Alter. Ob man hier nicht hoch kann. Einer schreibt, super smart, Seilbahn bauen. Witzig, oder? Mega geil. Ein guter Zuschauer. Ich finde, das ist ein guter Gag eigentlich. Das ist over. Bis hierhin und nicht weiter, sagt das Spiel. Hier? Oh, können wir denn? Guck mal, wo ich bin. Hast du's? Ich glaube, ich hab's. Weg gefunden? Also hier müssen wir auf jeden Fall nur noch einmal 19, wo ich bin. Seht ihr's? Bist du da jetzt komplett einmal? Wie nein sieht man denn? Welche Materials brauchst du? Einfach nur Grashalme. Oh, kannst du damit von da hinten Grashalme hier rüberwerfen? Das wäre so krass, Alter. Wenn du hier einfach zwei Grashalme rüberwirfst. Wenn die so weit fliegen. Nope, 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 nope. Wie viel Grashalme brauchen wir denn? Würde ein Plattenlager reichen? Zwei Stück. Wenn du zwei Stück hier rüberwirfst, sind wir oben. Sag ich. Grashalme? Zwei Grashalme. Einfach nur das normale Gras, oder? Grasplatte. Nee, warte, wie heißen die doch? Grasplatte. Zwei Stück? Zwei Grasplatten, ja. Diese grünen, flachen Dinger, die man ganz am Anfang hatte. Wenn du zwei Stück davon hier rüberwirfst, haben wir es. Zwei, glaube ich, nicht. Wie bist du denn da überhaupt jetzt hochgekommen wieder? Da über dieses umgefallene Gartenteil. Was baust du denn aus zwei Dingern? Das verstehe ich nicht. Eine halbhohe Wand, auf die man draufspringen kann. Und dann bin ich oben. Easy going. Guck mal, Reaper, siehst du das hier rechts, dieses umgeschützte Teil? Da kommst du drauf. Die Laterne meinst du so? Ja, genau, dieses... die Laterne. Okay. Ich weiß nicht, wie man das nennt, Alter. Ja, dann besorge ich dir die. Ich hab Grasplatten schon, ich bin unterwegs. Du bist nicht so sehr unterwegs. Wo ich langlaufen soll. Wo bist du? Hier. Du bist zu mir. Ich hab 20 Grasplatten. Sag mal, welche Perks hast du noch mit? Du musst einen Perk abtreten, sag ich. Ich hab keine Perks, aber du hast irgendwie alle Perks. Kann das sein? Oh ja, das konnte man verbinden zu einem ultimativen Perk. Er hat zwei gefunden, hat sie zu einem zusammengecraftet. Jetzt ist kein also Ziel wirklich, übrig. Soll ich euch das vorlesen? Ja, ich weiß, was macht, lese es vor. Sarahs Amulett. Ein wiedervereinigtes Kieseldorf Klatschelfen Umarmungsamulett. Ein geschrumpftes Andenken von Sarah Tully. Eine kraftvolle Umarmung eint die Energie beider Teile in einen. Unbesiegbarer Angriff plus unbesiegbare Abschirmung. Okay, das darf ich meins auch noch kurz vorlesen, damit er endgültig, damit Reavers voll sauer ist. Thors Anhänger. Ein glänzendes Helmemblem aus dem Minotauren und Myrmidios. Logo auf einer einfachen Kette. Ein geschrumpftes Andenken an Thor Tolly, das zu Ausdauer anregt. Es bufft einfach alles, was es gibt. Krass. Hey, ich hab die Platten hier. Wie bringe ich euch die denn rüber? Ich kann doch nicht mit der Pusteblume wieder rüberspringen. Oh, ich hab die zweit geworfen, oder? Nee, perfekt. Hallo? Hab's. Ich kann mit der Pusteblume nicht springen mit den Platten. Musst du nicht. Wie bist du jetzt da hochgekommen? Du musst den genau da und dann kannst du unter dem Ding lang kriechen, bis du quasi hier so lang kommst. Siehst du? Ist das hier richtig, Kevin?
Hier, so, seht ihr, wo ich bin? Ich möchte was sagen. Du brauchst es nicht mehr, Max. Wir brauchen das. Was? Ich hab's schon geholt, Digga. Wirklich. Ah, hier. Hier, guck, hier. Wenn du da runterkommst. Wie try hard, hä? Oh nein, ich hab verkackt. Dann geh ich. Nein, nein, okay, komm, bitte. Bitte, komm. Ich weiß nicht, wie ich da rüberkomme. Sag mir den Weg, wie ich rüberkomme. Ich hol dich ab, okay? Ich hol dich ab, komm. Ja, okay, komm. Komm ins Wasser, okay, zu mir. Komm. Ich spring ins Wasser. Bin im Wasser. Sind einfach da, hä? Ja, ja, aber warte, das ist für Tryhard-Wege sind das. Das war so ein Tryhard-Weg. Ich hasse so Teich. Nicht. Rechts rum. Rechts rum. Hier, zu mir. Komm ganz zu mir. Das war links rum, du Arsch. Ich habe weder Arsch. Links noch rechts gesagt. Ich habe einfach gesagt zu mir. Du hast zweimal rechts rum gesagt. Ja, von mir aus ist es rechts. Wie bist du denn jetzt da hochgekommen? Hey, Wasserflöße hier. Komm einfach aus dem Wasser raus, komm. Hey, wie bist du da hochgekommen, Reapers? Wo geht das denn? Oh, Max, bitte. Okay, gut. Was meinst du? Wo bist du? Wie bist du oben auf die Platte gekommen? Hier, zurück. Muss hier nochmal kriechen. Boom. Yeet. Gut gespielt, Alter. Jetzt musst du hier an die Seite ranspringen und ducken. Dann kann man hier so... Ja, zack, bist oben. Und jetzt musst du hier mir herkriechen. Ja, ist ein bisschen kompliziert. Mir daher. Das ist doch nicht der normale Weg. Ich hab keine Was Ahnung. Ist denn der normale Weg? Ich habe den Weg voll alleine rausgefunden und deswegen ist es für mich der normale Weg. Sag ich. Das akzeptiert auch. Sag ich auch. Musst du hier ganz am rechten Rand kriechen, ganz rechts kriechen, ganz rechts kriechen, immer rechts, dann fällst du hier auf dieses kleine Überhang. Ah, guck, du bist nicht rechts genug gekrochen. Das ist mir nämlich auch passiert, witzigerweise. Genau dasselbe. Wie hast du das denn rausgefunden, Alter? Der kotzt sich ja schon. Ich bin hier rumgekrochen, Alter. Ja, bist du. Jetzt schaffe ich es gar nicht mehr. Wo bist du lang? Ich pralle ab. Ja, warte, ich komm. Du prallst da nicht ab. Also ja, du prallst ab, aber nicht so sehr. Ich bin abgeprallt, ich drück ganz voll rechts. Ducken. Du sollst noch abprallen. Ach so, ich bin den falschen Weg gelaufen, ich bin dumm. Bin den falschen Weg gegangen einfach. Guck, und jetzt hier rechts und dann prallst du ab. Ja. Aber du prallst so ab, dass du trotzdem ankommst. Guck. Also die ganze Zeit rechts. D drücken. Die ganze Zeit D. Oh, guck mal, du kommst sogar weiter nach vorne. Ganze Zeit D drücken. Geht das wieder los? Ja, guck, geschafft. Hab's. Und jetzt stopp, geht noch weiter. Oh, hier lang, hier unten durch, an der Seite entlang. Ich gehe wieder auf. Haut rein, ne? Und jetzt sind hier die zwei Dinger, die Reapers hochgeworfen hat. Jetzt sind wir oben. Tada. Wir sind da, wir haben's. Ist doch unendlich geil, hä? Ich find's auch chillig. Ich fand's richtig geil, den Weg gerade. Aber wir müssen ja nie wieder herkommen. Wir könnten ja auch eine Brücke hier rüber bauen, aber dann lassen wir das, ne? Sind Knallerbsen. Ja, die würde ich kurz farmen hier unten. Geil, wir haben's. Und hier ist ein Loch. Nicht ins Loch, hier, erst oben, ne? Und das hier ist wahrscheinlich der Legit-Eingang. Meint ihr? Ja. Ich mach kurz runter. Ich glaub, du musst zwischen Felsen irgendwo da reinkrabbeln. Ich guck mal. Oh mein. Nee. Das ist... Nein. Das ist absolut kein Eingang. Geht erst hoch. Ich sag, das ist der Ausgang. Ja, das ist der Ausgang, ganz dolle. Main Weg plus Ausgang. Wir gehen erstmal hoch. Freunde der Sonne. Lass mal kurz Knallscheiß mitnehmen hier. Sekunde. Hey, tschüss. Max, nix. Das ist cool, wenn man so klein ist wie ein Spielzeug und dann in eine Spielzeugburg klettert. Das ist eigentlich ein echter Traum, oder? Science. Warum schnüffeln hier alle Mods rum? Ich sag dir, der Weg runter wäre der richtige gewesen. Welcher Weg runter? Das Loch, wo wir runter hätten springen können. Hier ist noch ein Spezialweg. Ich glaube, hier ist noch ein Spezialweg. Oh ja. Ja? Ja? Ja. Okay, den können aber nur Leute schaffen, die so gut sind wie du. Reapers und ich. Wait. Nicht schlecht gefunden, oder? Ist da was? Ja, ein Zahn. Laber keine Zahn. Scheiße. Zahn. Der geht auf mich. Ich habe meinen ersten Zahn gefunden. Hey, wie seid ihr da hochgekommen? Einfach hier. Ja. Rein? Ja, genau. Genau so nicht, witzig. Mach nochmal. Ich sag, wenn wir ganz nach oben springen, ist da auch noch was. Ja, klar. Würde das schaffen? Habt ihr Naturkunde alle drei drinne? Immer. Du darfst nie ohne Naturkunde aus dem Haus.
Ach du Scheiße. Jetzt wird's kritisch, Reapers. Guck mal, hier gibt's einen so einen Curved Jump. Siehst du ihn links rum? Na gut, die Richtung können wir auch gehen, ne? Oh. Leute, ich bräuchte hier nochmal zwei, drei Leute, die mitlachen. Über wen? Ach so, warte, ich komm. Ich komm. Kevin, nein. Er hat's, scheiße. Mano. Du wolltest rechts rumspringen, hast es nicht geschafft, ne? Links rum. Ich wollte die ganze Zeit über die Mitte, aber keiner von euch hat mir ja gesagt, wo ich hinspringen muss. Ach so. Sorry dann. Dann war es unser Fehler. Wow, du kletterst zu hoch, Rumatra. Pass auf, da oben ist es gefährlich. Mein Gleiter ist kaputt. Also wenn du da verkackst den Jump, bist du instant unten, ne? Na, instant nicht. Du fällst, glaube ich, erstmal ein paar Minuten. Aber dann ja. Also ich stehe jetzt hier, aber und jetzt? Von wo muss ich jetzt hier hin? Hast den Curve Jump geschafft? Siehst du, wo ich bin? Guck mal. Hier stehe ich jetzt. Nee, ich bin... Ganz nach oben, straight nach oben. Du bist unter mir. Ja? Ja, du musst in die Ecke springen, I guess. Aber ich habe auch nicht First Strike geschafft. Ja, sehr gut. Aua, ich verliere die ganze Zeit voll viel Leben. Nein, als ob. Bist du wieder runtergefallen? Ich bin nicht mal zum Jump gekommen. Da oben ist ein goldener Zahn. Ganz oben? Oh, ja, ich sehe es von hier. Echt? Oder? Wie kommt man denn da hoch? Doch, da ist das goldene Zahn. Nein, da ist eine Motte. Eine Motte ist da oben. Soll ich sie mal anschießen einfach? Ja. Nee, oder? Wieso nicht? Eine Motte? Warte mal. Habt ihr schon mal gegen eine Motte gekämpft? Nee, ich hab sie jetzt angeschossen. Die sieht aus wie Smetbo. Eine Motte? Also der Einzige, der mir bis jetzt Damage gemacht hat, war der hinter mir gestanden ist und geschlagen hat. Ich glaube, das war G-Time dann. Also diese Curve-Jumps von Matra bringt gar nichts. Jetzt habe ich beide geschafft und hier ist nichts. Ich komme nicht drauf klar, dass wir eine Motte gefunden haben. Habt ihr die gelockt jetzt? Ich komme nicht drauf klar, dass ich sterbe, Alter. Ja, wir kämpfen. Toll, jetzt habe ich die Motte nicht gesehen. Doch, die ist übel stark. Die ist super stark. Ich alleine kämpfe quasi, siehst du die auch gleich noch. Ich bin tot, Reapers, du musst mich übel wiederbeleben. Ist die Gift? Irgendwas hat die was tickt. Staub, Pollen, Mist, Kack. Trinkpause. Oh, Junge. Ja. Übel der Endgegner. Oh, hast du gesehen, wie das gehittet hat? Böse, oder? Gut gespielt. Mottenskala. Alter, das haben wir jetzt noch neu entdeckt, wie cool. Ich sterb gleich wieder. Einmal hoch und bitte. Hinter dir. Ah, lol. Zip. Ich danke dir. Also da oben, da ist nix. Das ist unsatisfying AF. Dann glaube ich, dass hier unten irgendwo noch ein Easter Egg ist oder so. Wir müssen doch irgendwie da reinkommen ins Labor. Ich sag unten lang. Unten müssen wir so oder so, das ist ja der Main Weg. Ja, da würde ich jetzt lang gehen mit euch. Aber oben ist unsatisfying, da muss man noch eine Wand bauen. Ich habe jetzt beide Curve Jumps geschafft. Er geht trotzdem nicht. Und da ist nichts mehr. Da ist nichts mehr einfach. Ein weiterer Jump ist dann nicht. Ja, dann ist da nicht mehr. Dann geht's nicht mehr. Doch, aber es muss noch ganz oben gehen. Da muss ja auch ein goldener Zahn, ist ja da noch, ne? Nee, ist es nicht. Ist es nicht. Er hat nicht jemand gemeint, da ist ein goldener Zahn? Ja, aber es war eine Motte. Und die hat so den goldenen... weiß? Ja. Nee, die war so gold. Das ist ein goldener Zahn. Die hatte goldene Flügel. Weiß ich nicht. War der Gamer, ich weiß nicht. Gamer? War Gamer ist schuld. Woran? Okay, wir gehen jetzt runter, ne? Wir gehen runter, ja. Treppen wieder runter. War gut. Niemand auf dem Weg? Bro, ich habe keine Pusteblume mehr. Das ist over. Meine geht auch nur noch einmal. Aua. Ich laufe einfach. Boom. Wer fehlt? Seid ihr schon alle unten, oder was? Ja, klar. Was, ihr seid schon unten? Assis. Wir warten auf dich. Wir warten Assis. Auf dich, hä? Du bist doch ganz unten. Ich untersuche hier so ein bisschen die... Hey, wo bist du denn, Reapers? Ja, ich bin jetzt hier. Ich untersuche hier gerade ein bisschen die Main-Quest. Wo runter? Ja, den Main-Weg unten. Ach, du bist da schon unten? Hä, dann wartest du doch nicht auf uns? Ja, okay, hä? Okay, dann warte. Ich dachte, ihr werdet schon weg. Ich habe euch nicht gesehen. Und wie kommt man da runter, ohne zu sterben? Einfach da an dem Feld. Oh, das hat Kevin wehgetan, glaube ich. Aber guck mal, wo ich bin. Warte mal, bevor ihr ganz runter geht. Guck mal, hier habe ich noch was gefunden. Wie seid ihr runtergekommen? Er sagt, dies ist keiner von meinen. Versperrt. Wir müssen Zahn gehen, bevor du reingehst. Links von der Tür ist ein Zahn, bitte abbauen. Links von der Tür. Links von der Tür, ein Zahn, abbauen. Ja. Kommt ihr da jetzt nochmal hoch? Nee, die wollen reden, müssen reden da unten. Versuch nochmal hochzukommen, bevor ich jetzt hier weitergehe. Hey!
Oh, ich hau dir eine rein, Alter. Da ist hier einfach ein Weg nach oben. Digga, hast du mich geschubst, Romatra. Kotzt du mich an, Wahnsinn. No, nicht schubsen, Freunde, wir sind ein Team. Ein Team wird nicht geschubst. Komm wieder hoch hier, einfach den Ast. Sagt, jetzt oder nie, bist du bereit? Weißt du was, ja. Ja, nach Bossfight. Nein, okay. Erstmal hier hoch, hallo, komm doch mal hoch. What the fuck? Erstmal hoch, ab hoch. Okay, dann geht's halt erst hoch. Kann man hier überhaupt lang? Vielleicht alle kann man oben? Gar nicht. Mal den Knopf. Das ist, ah, der Ausgang. Geil. Okay, das ist er, jetzt haben wir einen Eingang. Jetzt haben wir für immer einen Eingang, okay, ne? Genau, jetzt für immer. Geil, okay. Jetzt sauber. Können wir gehen. Geil, super gespielt. Wer braucht Essen? Wer braucht Essen? Ich frag nicht nochmal. Nein. Kann, würde ich nicht. Kann doch wer losgehen. Ja, mach. Okay. Ja. Let's get Burgalong. Telefon klingelt. Seine geheime Festung. I need you to hack into an ominous security door for me. I'm sending you the coordinates now. Oh, Dr. Tully, I had one. Entering Falcon protocol mode. Decoding manual password reset at ominous terminal K321B. Stand by. Hacking. Still hacking. Perhaps if you had replaced that grilling function with something more useful, we would not be waiting all day for... Oberste Marmorscherbe, oberster Quarzitscherbe, viermal. Gut. Ich liebe diese mysteriöse Musik. Was ist dieses ORC-Empfänger? Die haben auch Viecher auf dem Kopf. Können wir damit... Oh mein Gott, damit können wir uns Haustiere machen, stimmt. Bin vergiftet, Hardcore. Und ich bin vergiftet. Ich bin ganz vergiftet, doll vergiftet. Oh mein Gott, Romatra. Raus mit ich verblute. Ach, du Scheiße. Du hast zu starkes Gift, Romatra. Welche Spinnen? Ich bin Fernkämpfer jetzt. So. Ich kann meinen Helm nicht ausziehen, bin ich One-Shot von allem. Es geht nicht. Ich bin jetzt One-Shot, das geht gar nicht. Ja, ich hab auch einen zweiten Helm. Den hat Max auf. Alter, der brütet die hier. Aber ein bisschen süß sind die, ne? Wenn die so eingesperrt sind und mit Gedankenkontrolliere drauf. Ja. Wir haben jetzt auch diese Gedankenkontrolliere. Habt ihr das schon mal benutzt? Nee. Ja, ich hab... Ich muss jetzt 2 Stunden hier hin, tatsächlich, bevor wir einen Knopf drücken, ne? Wegen Romatra. 2 Stunden hier hin erstmal. Ja, gut. Okay. Wir chillen jetzt erstmal eine Runde. That's not so bad. Ich mach mal den Helm einfach nochmal ohne das Perk. Ist easy. Hab ich den immer zweimal dabei. Muss ich nachher nochmal die Mutterspinne töten. Feeling refreshed. Wie doll kannst du Mantis und Mutterspinne alleine töten? Ganz doll. Ich brauche für beides 5 Minuten. Oh yeah. Vielleicht weniger. Ich glaube, die Mutterspinne sollte jetzt richtig einfach sein. Repass, komm mal her. Danke. Max hat aber auch gebraucht, ne? Ne, ich bin full wieder. Achso, okay. Ich hab noch welche für den Fall der Fälle. Aktiviere. Guck mal. Schmeckter. Director Schmeckter? Ja. You meet us here, face to face. Poor Wendell. Lost your job, Trudy's left you, took the kids too, left you with nothing but your work. At least I'm not experimenting on children. Oh, but isn't that just what you've been doing? Hiding in your little garden and using these children to fight your battles for you because you never fight them yourself? You were pathetic. Before I fired you, look at you now. You're nothing. Just a shriveled, sad raisin. Ich will einfach nur nach Hause. No, you won't be going anywhere until the kinks with the spacer have all been ironed out. Spacer is functional, true. But the raisining effects on live subjects made the more lucrative applications impossible. Der sieht auch ein bisschen aus wie Romatra. Nur weil die alle eine Brille aufhaben, oder was?
lukrative Anwendungsfehler? The shipping industry alone will never be the same. That was the extent of Wendell's imagination. But people, the governments of the world will bankrupt each other for a mere taste of this technology. Der eine Hauptcharakter, wozu die Experimente an Kindern? Der Wendell sieht aus wie Rumatra. Aber auch der Director Schmeckter sieht auch aus wie Rumatra. The fuck? Once that connection was made, what choice did I have? So you did find a cure because of the children you abducted. Of course. I'm not a failure like you, Wendell. Yes, I abducted those children. I admit it freely. Not that anyone will ever know. Obviously, I can't allow any of you to leave this facility alive. Es geht also nur ums Geld? Although I won't mind the fame, the power, the respect for Director Dalton Schmeckter. But in the end, my little rat. Guck mal, wie der den Mund bewegt. Guck mal mit X. Let's see what's around here. No one will sponsor your spirit of invention without raw profit. A simple elementary concept. Something you never understood, Tully, with your idealism and your raw science. Raw science? You're a disgrace to the profession, yeah. Dalton. And you are a deluded fool. Damit kommen Sie nicht durch. Ruhe. The hypothesis was developed. The experiments were conducted. The results have been analyzed. Schmeckter, you son of a... Whoa. Conclusion concluded. All that remains is to take out the trash. Farewell, my little rats. Stay right here. Oh, es geht los. Was ist jetzt? Boss. Director Schmeckter. Boah, der viel Leben. Der ist richtig am Trinken. Digga, wie viel Leben hat der? Pass auf, Elektrokugel hinter euch. Aua. Hey! Ja, aber den kloppen wir tot, Alter. Sag ich. Gegen den ist sauer und aufbrechen effektiv. Ich bin am Aufbrechen gerade. Und was macht der da? Nichts, er ist gesandt. So. Was ist denn aufbrechen? Was macht aufbrechen? Keule. Keule. Ich spiele das Erntewerkzeug. Mach mich fertig. Ich glaube, der hat eine Schwachstelle, Alter, hinten, wenn du auf die Kabel unten drauf haust. Ich sag, die Erntewerkzeug ist stark. Die Dreierkeule. Wie wirklich jetzt? Ey, es gibt übrigens einen Axtperk, ne? Wenn du Axtmeister werden möchtest. Weiß ich. Achso. Hast du das schon? Aber ist, ja, aber ist das gut? Ich kann nachher nochmal schauen, ob das gut ist oder nicht. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich weiß nur, dass es existiert und dass man es hochleveln kann. Das ist definitiv für einen Kampf gemacht ist. Was war das? Wow! Wow, 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 wow! Keiner hat... Ei! Wow! Mein Gott, ganz am Hey, ich bin hier gefangen! Tot! Wie dumm! Das war wirklich dumm. Ich hab alles gesehen. Ich auch, hä? Noch einer down, hä? Leute! Quick Rest steht. Quick Rest steht. Fertig. Boah, super gespielt. Hielt euch, Bendos rein.
Wink Stunt, glaube ich. Oh, hier liegt was. Ach, das war. Digga, die spawnen aber auch in mir. Witzig. Ganz am Rande seid ihr sicher, ne? Ganz am Rande passiert uns nichts. Aua. Naja, also nichts ist übertrieben. Ja, der schlägt uns halt noch, aber. Oh ja, das zwiebelt. Können wir das nicht irgendwie ausschalten, diese Laser? Oder müssen wir jetzt immer diese mit gegen die Laser kämpfen? Ja, dodgen auch. Das war ein bisschen schwer zu dodgen tatsächlich. Toad Reapers bei dir direkt hinter dir. Ich hol. Vorsicht. Double Heal, Double Res. Super gespielt. What? Haben wir eine Heilungsbombe von dem Gamer? Für alle? Kommt hier hinten hin, kommt hier hinten hin. Mach ohne mich, mach ohne mich. Ich komme. Ah! Neue Laserstrahlen, glaube ich. Nee, doch nicht. Jetzt. Danke. Das heilt krank. Spinnen. Spinnen! Warum jetzt Spinnen auf einmal? Ich schwöre, der Laserstrahl spawnt immer in mir. Boah, jetzt macht er auch noch Kugeln hier. Die Kugeln gehen auch ab. Wow, warum die Kugel so schnell? Kommt so auf den ein die ganze Zeit. Oh mein Gott, Endman, wem gehört der? Meiner, ich hab ihn gespawnt. Aber was macht der? Töte ihn! Dresser. Ja! Töte ihn! Nice. Und ein Kloppen. Was ist Endman? Endman ist tot. Vorsicht, Blitzkugel! Ich bin auch tot. Ey, wie viel Damage an die Blitzkugeln? Quick Rest. Danke. Nein! Ey, ich bin wieder down. Ich auch. Ach, ich bin down. Ich sterbe! Quick Rest. Mann! Quick Rest. Alle sind tot. Hab Double Rest. Bin tot. Jetzt brauche ich mal einen Hand. Nicht nämlich reinlaufen, alle tot. Bin tot. Alle tot. Nur mal ruhig nicht. Nee, ich lebe noch. Ah, nee, cheese das. Oh mein Gott. Ich hab euch nicht zu retten, weil ich den Perk nicht habe. 10 Sekunden. Scheiße! Auch schaffst du. Egal, hier kommen 4 Spinnen. Nee, das kann der gar nicht. Wie soll er das denn machen? Kann man nicht. Ja gut, war die einzige Chance, entweder du restest oder du verlierst eh, ne? Alleine schaffst du das niemals. Ich hätte den gegen den versuchen können, jetzt noch irgendwie zu kämpfen, aber bringt ja nichts, wenn ich den töte und dann verpatzt ihr das. Naja. Ich denke, das ist ein kranker Kampf, Alter. Nee, das darfst du schon durchziehen, wenn du das schaffst, ne? Also, wenn du es geschafft hättest, den zu killen, dann hättest du auch gehen können. Respawn an der Forschungsstation drücken wir alle. Was drückt ihr? Ja, habe ich gemacht, aber es ist zum weit weg. Was ist besser, normaler Respawn? Also ich würde sagen, Respawn in der Base und wir sollten uns mal eben schnell, ach, wir scheiße. Wir schaffen den, ich brauche einfach nur den Helm. Oh mein Gott, ich bin hier. Safe, ja, aber ihr müsst mal auch Quick Rest haben. Ohne Quick Rest ist das ja, ich habe Quick Rest, ja, ich kann das Spiel nicht. Ich muss auch kurz... Eigentlich, ne? Ja. Nee, ich muss auch ganz kurz einfach einen anderen Helm aus der Base mitnehmen, weil ich kann nicht... Falsch, oder? Ich kämpfe die ganze Zeit nur mit zwei. Warum laufe ich dir wieder hinterher? Ich bin dir hinterhergelaufen. Es war's vor mir, Junge. Ja, weil ich dich überholt habe. Warte mal, wo bin ich jetzt hier? Okay, alles klar. Ich muss ja, kurz Max, zurück hast du in die auch Base. Eine 6er Level Waffe oder was? Nee, eine 8er. Okay, gut. Hast du die gepimpt? Welche hast du gepimpt? Zeckenschwert, meinte Romatra, soll ich machen. Hast du gemacht auf 8? Echt? Ja. Und Zeckenschwert auf 8. Ich habe halt einfach auf Macht. Gegen den Gegner ein bisschen nutzlos. Ja, gut, aber weißt du, was da jetzt krass ist alles? Ja. Meine Keule macht halt solid. Ja, meine Keule macht auch solid Work. Aber ich muss jetzt kurz mir einen Helm holen, den anderen. Weil wenn ich mit meinem Gifthelm kämpfe, dann leidet ihr alle unglaublich. Wo ist der Gamer hingerannt? Das wird nicht so. Gamer? Also ich bin in der ready, Base. Straight auf reinzugehen wieder, ne? Zu dem Raum, wo das Bett war, da weiß ich den Ausgang. Und wir müssen Perk equippen. Hier ist das Bett. Ah, warte, hier ist das Bett. So. War das hier? Der Kampf ist echt ganz schön hardcore. Ja. Am Anfang habe ich gedacht, der ist relativ easy, aber der ist ganz schön war hardcore. War geil, finde ich. Ja. Sowas feier ich, so ein Fight.
Aber wenn wir alle da Quick Rest haben, dann sollte das so easy gehen. Ich habe euch locker 10-mal wiederbelebt gerade, no cap. 10-mal. Das ist jetzt Ich bin halt echt scheiße. Ich mach jetzt auch Quick Rest rein und hol eine andere, hol noch Rüstungszentren. Ohne Quick Rest dürfen wir gar keine Bossfights machen. Quick Rest mach ich auch rein, aber ich habe den nur auf Stufe 2. Ja, wir boosten ja. Okay, bist du in der Base, G? Wir boosten den jetzt bei dir auch sind auf 3. Sind wir nicht. Wir sind nicht in der Base. Ey, wir sind aber gleich da. Wir hatten unseren Spawn noch bei Mant. Oh, das ist geil, Alter. Letzte Forschungsbase machen. Du kannst auch Selbstmord jetzt machen, zieh die Rüstung aus, mach Selbstmord, dann damage du die nicht und dann spawn bei der Kindergartenbox. Das ist nah bei uns in der Base. Das ist unser Hauptspawn gewesen. Checkst du? Ja, dann hol ich dir meinen Rucksack. Fast an dem Ding, ja. Den Rucksack kannst du jetzt eh nicht holen. Den holen wir, wenn wir wieder runtergehen. Der liegt davor nämlich. Den holen wir gleich. Base wieder re-equippen und rein. So, ich muss nur kurz was essen. Haben wir noch? Ja. 1, 2, 3. Macht euch alle auch diese Zorn-Smoothies. Smoothies? Da macht ihr mehr Damage. Na, die geben Angriff plus. Zeig mal, wo macht man den? Musst du in diesem Smoothie-Macher da. Rezepte, zeig mal. Flüssigzorn. Ja, genau. Genau. Direkt in der Leiste neben den Aliens. Wir haben keine. Ein Flüssigzorn, 2 Flüssigzorn. Wie lange hält denn das? Ich könnte das so durchstoppen mit dem Feuerstab, ihr wisst gar nicht. Alle Spinnen werden sofort aufgeräumt. Aber es geht einfach nicht, witzig. Geht nicht. Was ist, wenn wir uns in eine Ecke zurückziehen? Das geht, ja. Ich kann mir selbst ja zum Glück nicht schaden. Aber wenn die Late, guck mal, wenn ihr die. Doch, das macht schon irgendwo Sinn. Es gibt ja 2 Safe Spots, wenn die Laserstrahlen angehen, stimmt's? Ihr 3 geht auf eine Seite des Safe Spots und ich gehe auf meine Seite. Weil wenn Spinnen zu mir kommen und ich die kiten kann, sind die insta-tot. Das ist ein Riesenproblem, das lösen kann. Ich bin gespannt, ob das funktioniert, Alter. Ey, ich schieße ja dann nur auf den Boden vor mir. Da hitte ich euch nicht. Und wenn er mir zu nahe kommt, dann hitte ich ihn auch. Guterweise. Quick-Rest muss ich machen, ne? Ausdauer weg, Quick-Rest rein. Obwohl, nee. So. G, bist du da? Ja, ne? Ja, jetzt bin ich da. Okay, dann klopp mich mal nieder und pack Quick-Rest ein. Ich glaube, du musst nicht mal ausrüsten, warte so kurz. Das habe ich auch mit Rumatra geboostet. Mach ich aber, dann geht's schneller. Ja, genau. Wollen wir alle monsteriöser Fremder reinnehmen und dann kommt da die ganze Zeit dieser Mob, wenn wir das alle haben? Fände ich witzig. Ich glaube, wir damagen dem aber auch, ne? Witzig, okay. Ja, aber schwach. Ich glaube nicht schwach. Effekt. Das ist der Geist, so ein Geist-Symbol. So ein Geist in einem Mantel. Das ist Quick Rest. Lässlicher Freund. Lässlicher Freund. Säure macht Damage bei ihm, ja? Ach, da. Knüppelst du mich nieder. Auf 31er Basis. Geht ganz schnell eigentlich. Auf welches hab ich das denn? Freund auf 3. Ich hab schon auf 3. Ich hab's auch auf 3. Ich glaube, du musst nur 30 mal resen oder so, dann hast du schon. Ja, das ist echt schnell. Er haut dich nieder. Come on, Willow, I need you. Wie dumm. Schon frech ein bisschen. Wie lange hält so ein Smoothie? Smoothie heißt das. Smoothie. 3-4 Minuten. Smoothie, ja. Smoothie. Ja, genau. 3-4 Minuten, ja, muss erreichen, eigentlich für einen Kampf, ne? Thanks for saving me. Come on, Willow, I need you. Well, I was a near-death experience. Director Schmechter einfach. Deine Wichser. Muss ja eigentlich auch schon in so eine Art Endboss-Fight sein da, oder nicht? Wahrscheinlich, ja. War schon krass, ja. Das ist schon ziemlich hardcore da, ne? Ist geil, aber. Ich hab einen Säurestart, da mache ich super Damage an ihm. Aber dann töte ich euch auch alle und stun euch dabei noch. Das ist komplett unkontrollierbar, der Ding. Ja, dann hüpft er zwischen all diesen. Ja, da fliegen schon die anderen Elektroteile. Okay, ja, du hast es. Jetzt hab ich's. Ja, du hast. Welcher okay, wieder rüber. Ist meiner, der da. Ich fahr wieder rüber, ja? Ja, ich warte im Bossraum. Habt ihr alles repariert, ja? Hat man einen richtig dicken Batzen Schleim mit, damit, falls wir es nicht schaffen, dass wir sofort reparieren können. Einen richtig dicken Batzen Schleim? Ja, so ein 10er. Und Stack einfach.
Habe ich Zeit, aufs Klo zu gehen kurz? Wie lange braucht ihr, bis ihr... Ja. Dann gehe ich kurz aufs Klo, bis gleich. 70 Sekunden hast du freigegeben. Freigegeben. Weg von Max. I'll eat this normally. Ich hab Durst. Trinken voll machen, ne? Essen. Ist voll, aber ich hab kein Essen dabei. Da Essen im noch Kühlschrank nochmal zwei. Dann nimmt mit, wenn ihr noch da seid. Ich bin schon unterwegs. Du bist schon unterwegs? Ja, zu Rumatra meinten wir doch. Oder ist Rumatra nicht auch schon da? Weiß ich nicht. Jetzt nichts mitgemacht. Hä, war der schon in der Base? Der hat doch gar nichts mitgenommen. Okay, wollen dann wir nehme ich alles Essen mit für euch jetzt. Fuck you, Sir. Dann gehe ich jetzt auch los. Nimm noch das Essen mit, was hier ist, und dann Abfahrt. Tschüss. Wollen wir den? Ja, sag. Sprich's nicht. Wollen wir einen Spawn da dich dran setzen? Können wir oben, ja. Wenn man da bauen kann. Und wir brauchen ein stabiles Perk-Bild, ne? Jeder hat Quick Rest drin, ihr macht Naturkunde raus, weil Naturkunde bringt nichts im Kampf. Denkt dran, kein Naturkunde spielen. Ja. Und Wachhund, Barbar appreciate ich noch gut hier. Barbar habe ich gar nicht, oder? Doch, doch, hast du. Wieso? Wie sicher bist du dir? Was, Barbar? Kriegst du durch normales Drumboxen mit Coin und so ein Scheiß. Das ist oberste, zweite Reihe, das erste. Diese dicke Fliege oder was auch immer das ist. Auf was hast du das? So, zweite Reihe, das erste habe ich nicht. Du hast zweite Reihe, das erste nicht? Oh. Nee. Oder? Was? Neben Schwertmeister? Ja. Links neben Schwertmeister habe ich nicht, nee. Hast du noch nie mit Coin gespielt? Nee. Wie heftig. Was bringt Barbar? Barbar ist krass. Jedes Mal, wenn du jemanden schlägst, dann bist du Blutrausch und hast dann so für 5 Sekunden, nachdem du jemanden geschlagen hast, passiv heal. Also du healst dich die ganze Zeit wie ein Bando. Das ist der krass. What? Ja, so hab ich das nicht. Und du machst irgendwann auch mehr Damage, ne? Wie ich es verstanden hab. Genau. Das macht Barbar und Clubmeister, sag mal kurz. Was ist? Barbar und Clubmeister, nochmal kurz erklären. Barbar und was? Clubmeister, das steht bei dem Perk Barbar. Als zusätzliches Plus, weißt du? Gute Frage, warte. Barbar und Clubmeister. Barbar, ich sag's dir. Ey, Mann, ich hab keine Pusteblume mitgenommen. Clubmeister. Ah, macht Overall Damage plus 25%. Entfernt komplett die Fähigkeit zu parieren. Overall Damage plus 25%, das ist echt heftig. Ja. Insgesamt 25% Damage mehr. Pack da Naturkunde raus und was rein, was bringt halt. Maximal Leben, mehr Ausdauer, I don't care. Aber Hauptsache, ihr habt drin verlässlicher Freund. Ja? Und nicht Naturkunde. Checkt ihr? Ist Wachhund, zählt das da? Nee. Nein. Okay. Ready? Ich hab noch nicht, ich weiß, was ich sonst außer Naturkunde nehmen soll. Wer braucht Essen? Warte, wer braucht Essen? Paradenmeister? Er braucht Essen. Essen würde ich nehmen. Wie viel? Ein Essen. Liegt bei dir. Danke. Cool, wie alle aussehen. Und ich sehe aus wie ein Wichser. Wie ein scheiß Wichser sehe ich aus. Dafür hast du eine Waffe, die alles one-shottet. Die ich nicht benutzen kann. Danke. Hey, ich kann meinen Dagger auch nicht benutzen. Also. Okay. Essen liegt da, ne? Danke. Ich wäre bereit. Ich auch. Okay. Los geht's. Let's go. Das, let's auf jeden Fall gewinnen, ja? Das ist meine? Das ist meine, witzig. Okay, ready? Ja. Lass es aber auf jeden Fall schaffen als Team. Lass es uns schaffen. Jeder Full Focus jetzt, ne? Hasenfote, Lippenstift, Mortenor. Was labert der? Einfach los. Seriously,
bin Barbar-Fan. Ja, Barbar ist geisteskrank, ne? Ja. Du packst dir eine Bandage rein, machst Barbar. Und wenn du dann noch diese. Wie heißt die denn, diese Rüstung? Es gibt noch eine Rüstung, die alles Healing erhöht. Das ist die, die Dieter hat. Wenn du jetzt eine Marienkäfer-Rüstung hast, dann geht dein Heal nochmal hoch. Also dann bist du echt unhütbar. Die Spinnen sind schon so früh da? Wir haben ja Damage gemacht diesmal. Sag ich. Fokus auf Spinnen, würde ich sagen. Können wir eine Safe-Wall machen? Einfach Fokus auf Spinnen. Ey, hör mal zu. Eure Safe-Wall ist bei der Tür, ja? Ja. Und ich, wenn jetzt viele Spinnen kommen, dann mache ich auf der gegenüberliegenden Seite von der Tür Feuerstab-Action. Okay. Nicht alle Spinnen auf einmal. Okay, sobald Spinnen kommen, alle zur Tür rennen. Ja, dann Safe-Spot, sag ich da einfach. Welche Tür? Bei der Tür. Die Tür, es gibt nur eine Tür. Ich werde alles sprengen auf der anderen Seite, wenn ganz viele Spinnen kommen. Laser, ihr müsst eh jetzt schon safe rausgehen. Was? Ja, hier ist Laser bei dir. Warum? Der war hier vorher nicht. Doch. War immer auf der anderen Seite. Fuck. Ich bin so fucked. Ich komme nicht mal mehr weg. Wir können hier nicht bleiben auch. Ja, mit dem wird auf der anderen Seite, viel besser. Ja. Hier kann man gar nicht hin. Das wusste ich gar nicht, dass man hier nicht hin kann. Ja, toll, Alter, das dritte. Aber wir haben den. Laser sind wieder da? Das gibt's doch nicht, wie schwer das ist. Haben wir ja jetzt mal. Das ist doch was. Außer Heilung? Nee. Oh, cool. Ja, ich hab davon so viele, ich kann die spammen. Ja, Box auf ihn ein. Ich wurde in die. Ja, der knockt da rein, da musst du aufpassen. Da rein, ja. Der Laserstrahl macht halt ridiculous Damage, Alter. Oh nee. Jetzt. Doch. Laser? Eigentlich müssen wir nur chillen, während die Laserstrahlen sind. Einfach nur überleben. Ach, ich stehe die ganze Zeit auf dem Safe Spot und schieße mit Armbrust. Ich auch. Spinnen! Ich helfe dir, Max. Hammer. Oder? Schlag auf ihn ein, warum die Spinnen macht. Oh, die Healbombe war so wichtig, G-Time. Laser. Spinne ist wieder da. Können wir ihn fokussieren schnell? Fokus auf ihn. Fokus auf ihn, alle Fokus auf ihn, wir haben ihn. Die Laser sind also immer noch da. Böhmenschmiergeld? Firmenschmiergeld? Director Schmeckter. Können wir machen, Leute. Firmenschmiergeld. Vergelte dich an den Schwachen. Das Blockieren feindlicher Angriffe ermöglicht es, deinen eigenen Angriffen Gesundheit zu stehlen. Was? Alter, die sieht ja geisteskrank aus, die Streitaxt. Wie stark ist das Perk, bitte? Das ist krass. Das klingt gut, wenn du blockst. Klingt nach einem G-Time-Perk. Das Blockieren feindlicher Angriffe ermöglicht es, deinen eigenen Angriffen Gesundheit zu stehlen. Noch mehr Lifesteal, hä? Untötbar. Barbar, dieses Perk, untötbar. Yeah. Und dann noch blocken. Dann noch, genau. Außer es kommen mal Laserstrahlen, die dich one-shotten. Welche Waffe haben wir neu? Saure Streitaxt, wie geil. Gilt die aber auch als Teamwaffe? Haben wir jetzt auch das Rezept für die Dingsklumpen, oder wie? Vielleicht. Haben wir denn irgendeinen Chip gefunden? Ich hab einen Chip aufgesammelt, oder? Oder? Ah, ich weiß es nicht genau. Vielleicht müssen wir hier reden? Ja, wir haben das Rezept automatisch. Wir haben das Rezept automatisch, wenn ihr schaut. Echt jetzt halt. Ein obersten Schleifstein. Schleifer der Himmelsdrache. Oh, ja. Mit schwarzer Nashornkäferhorn und Saft. Oh mein Gott. Ja, dann können wir jetzt grinden, oder? Wir können jetzt schwarze Nashornkäfer grinden.
Einmal schwarz. Wir haben also das Rezept. Haben wir das Rezept jetzt? Wir haben das, ja. Wir haben's. Wo seht ihr das? Im Rezept. Haben wir Schleifstein. Ja, ich sehe es gerade. Oh mein Gott. Leute, das heißt, wir können jetzt unsere Waffe einfach weiter verbessern. Ja, ist krass. Ja. Ist die saure Streitaxt vielleicht cool? Ist die stark gegen irgendeinen Gegner? Ich glaube, sauer ist so Check of all Trades. Glaube ich, also kann so ein bisschen alles. Sieht auf jeden Fall cool aus. Nee, das stimmt nicht. Das gegen alles. Manche Viecher haben nämlich Resistenzen ganz dolle. Ja, aber ich glaube kaum was hat gegen sauer. Also ich. Wir checken das halt nur nie, ne? Wir checken das gucken nie. Wer welche Resistenzen hat. Aber zu check ich's. Weil ich will halt eine Waffe auf 10 bringen. 9. Meine Main-Waffe. 9, ja. Ja, es gibt. Warte, ich check gerade mal, ob es irgendwas gibt, was gegen sauer resistent ist. Was müssen wir denn oft farmen oder oft töten? Guck mal, wir müssen jetzt Nashornkäfer ganz oft töten, um alles hochzumachen. Was ist zum Beispiel stark gegen Nashornkäfer? Welche Waffe? Alles. Nein, so Hiebwaffen, ja, so Coin, genau. Aber sauer und Feuer und Minze ist dann nicht relevant gegen. Anzugucken, du kannst, wenn du, ich glaube, in Daten gehst. Und dann den Hirschkäfer oder Nashorn. Verdammte salzig. Zahn. Salzig und aufbrechen. Salzig und aufbrechen, ja, da ist die Keule, die Einhandkeule, die wir zum Beispiel haben, sehr stark. Die Einhandkeule? Ja, es gibt. Salzmorgenstern? Ja. Genau, der macht auch direkt Dörrfleisch, wenn du Gegner tötest, die Fleisch geben. Eine Einhandkeule finde ich auch ganz cool. Spielt die schon einer? Omatron und ich haben die. Ich spiele die beide. Die ist halt krass. Und die Säureaxt ist gegen was gut? Also ich habe jetzt noch keinen Gegner gefunden, der Resistenz gegen Sauer hat. Die ist gegen alles. Ja. Ich mach mir die Säure. Dann haben wir eine Säure-Streitaxt. Ja. Komm, oder? Ich habe auch Bock auf. Ich finde, die sieht unglaublich geil aus. Das wär eine Schande, wenn die nicht gespielt wird. Ja. Ich find's auch schade, dass die Sense der Blüten nicht gespielt wird. Ist das Einhand oder Zweihand? Zweihand-Sense mit dem Mantis, Alter. Guck sie dir mal an, ich finde, die sind auch. Wo seid ihr raus? Ich bin falsch, komplett, ne? Hm? Naturkunde wieder reinmachen. Ich muss jetzt erstmal nochmal die Mutterspinne töten. Wir haben den nicht mitgenommen, Alter. Daten? Jetzt haben wir die Mutterspinne-Daten. Wo geht's denn raus? Hier lang, oder? Nee, hä? Ganz chill gerade. Doch nach oben gehen? Wo bin ich kacke? Haben wir die nie gescannt, die Mutterspinne? Ich fasse es nicht. Das ist ja so dämlich, ne? Wir haben einfach manche Mobs einfach nicht gescannt. Ganz viele nicht. Kann man in den Teich ins Wasser springen? Ich hab's überlebt, wie du gesehen hast. Ist doch echt doof, wie scheiße ich bin. Ja, guck mal, das ist eine Aufgabe. Ich wünschte, ich wäre scheiße. Dann hätte ich jetzt richtig was zu tun. Wieso? Ich komme hier nicht raus. Das ist nicht, warum ich scheiße bin. Ach so. Ja, okay, das ist wirklich scheiße. Ja, wir haben jetzt eigentlich nur noch als letzte Aufgabe dieses Event, ne? Mhm. Aber lass uns davor auf jeden Fall stark genug machen. Ich will das nicht nochmal verkacken. Mhm. Die Frage ist, wollt ihr das Event heute noch machen? Ich hätte Bock. Heute noch? Boah, in der Stunde müssen wir das. Wir müssten das dann jetzt direkt starten, weil Gita bis 22 Uhr weg ist. Ich werde heute auf jeden Fall eher weg sein, weil ich muss meine Videos und so produzieren. Komm mir nicht raus, hä? Jetzt bin ich auch scheiße. Ich will doch nicht so scheiße sein, wie du, Max. Ich hab mich anders entschieden. Nee, ich will. Also wir können das auch von mir aus morgen machen, das ist kein Problem. Von mir aus können wir es morgen machen und uns heute hochlooten. Ich habe richtig Bock, mich hochzulooten jetzt tatsächlich. Also ich habe da ganz viel Freude. Ich habe auch ultra Bock. Also von mir aus geht's auch morgen, wenn Kevin jetzt nur eine Stunde kann. Wir müssen halt nochmal 10 Skarabäus farmen. Für eine Waffe auch voll. Das vielleicht ist krank. Bin ich auch heute was eher weg, mal schauen. Also ich will jetzt nicht dahin rushen und es krampfig probieren, wenn wir gerade das Rezept gefunden haben, um alle unsere Probleme zu lösen. Ja. Überleg mal, ich muss auch noch eine Waffe machen, ne? Komm schon. Ja, aber ich verlange jetzt eigentlich die nächste Level 9 Waffe, Alter. Ich habe gestern mit dir. Kann doch jetzt jeder machen. Ja, es ist Skarabäus, Alter. Bro, die Skarabäus. Hallo.
Wie farmt man die Skarabäus? Ja, du brauchst doch trotzdem die Skarabäus. Also du kannst zwar diese Klumpen jetzt herstellen. Ja. Gut, okay, farmen, los geht's. Geh schon mal los. Wie habt ihr denn die Skarabäus so bekommen? Einer chillt an der Station und pinkt ihn die ganze Zeit und der andere läuft rum. Und tötet ihn ganz brutal mit seinem Feuerstab One-Hit und damit er nicht fliehen kann. Genau. Und wie findet man, gibt's eine Route oder irgendwas? Ja, es gibt sogar zwei Suchrouten und alle 7 Tage respawnen die, also Ingame-Tage. Boah, das heißt, du musst 6-7 Mal schlafen, damit die respawnen. Ja. Das wusste ich nicht mal, dass die 7 Tage brauchen zum Respawn. Das kann ich dir sagen, weil ich übelst mich eingelesen habe. 7 Ingame-Tage, das sind fucking Fick-Respawns. Okay, krass. Hey, das kann aber gar nicht sein, Romatra, dass 7 Tage sind. Das kann doch gar nicht sein. Was ist stark gegen Termiten? Ja, weil wir haben doch gestern mehrmals gefarmt und wir haben doch niemals 7 Tage in-game gechillt, als wir zu zweit waren. Das kann doch niemals sein. Wir haben halt echt noch 4 Stunden gespielt, ne? Ja. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Ich weiß es nicht. Ich kann es jetzt nicht sagen. Ich weiß es auch nicht. Farm die jetzt auf jeden Fall mal ab. Ja, mach mal. Damit wir sofort nochmal, ne? Damit die du bist eh der am einfachsten farmen kann. Einfach weil du irgendwo in ihre Umgebung schießen musst und alles im Umkreis von 2 Kilometer in einer Atomexplosion untergeht. Richtig. Richtig. Danke. Verstanden einfach auch. Witzig. Ja. Die sind auch immer in denselben Spots tatsächlich. Also die sind wieder da links oben und dann wieder im Shack wahrscheinlich. Im Shack. Shack. Ich gehe das Shack ablaufen. Ich loop den Killer. Dead by Daylight? Da steht keiner. Perfekt. Sorry. Was kann ich denn mit der... Ich suche gerade irgendwas. Soll ich dir mal den Link sauer schicken? Sauer ist ja nirgendwo gegen stark. Warum soll ich die haben? Aber es ist auch nirgendwo gegen schwach. Das ist gegen ein paar Sachen gut und gegen nichts ist es schwach. Wir müssen farmen Nashornkäfer und Termiten. Und dabei ist beides stechen und salzig gut. Oder aufbrechen und salzig. Das wäre ja dann die die Salzkeule da, die ihr habt. Ja, die Salzkeule ist zum Farmen, glaube ich, ziemlich stark. Kleine Salzkeule, ne? Der Salzmorgenstern. Ja. Salziger. Sauer ist echt nur gegen Roboter. Wie oft töten wir den Roboter? Weiß nicht, ob die Waffe so geil ist. Ich muss mich jetzt für eine entscheiden. Oder kommen da noch mehr? Wieso, du kannst ja auch mehrere Waffen nutzen. Wechselt sie. Ja, ich benutze auch mehrere. Musst du auch. Viel smarter. Aber ich könnte jetzt noch eine verbessern. Was steht bei dir zur Auswahl? Welche willst du nehmen? Säure Streitaxt. Was? Salzmorgenstern oder saure Streitaxt? Ich bräuchte noch die Salzmorgenstern, wenn ich dir die Entscheidung abnehmen kann oder erleichtern kann. Hä, was? Ne? Wenn ich den Salzmorgenstern nehme, kannst du die saure nehmen. Weißt du? Weil wir können jetzt nur einen machen. Ich meine, ich kann auch Kaugummis farmen und dann kann ich die auch machen, aber. Oder du kannst auch keine... beide machen. Oh Gott, grüne Stinkwanzenteile brauchen wir. 5 Stück. Oh. Das ist ja eine Hardcore-Waffe. Anscheinend bist du mit Sauer gut gegen alle Viecher, die so ein Ding auf dem Kopf haben. Und ja, dann mache ich die. Aber das schaffen wir nicht. Wir müssen dann 5-mal diesen grünen, weißt du? Den töte ich ganz dolle. Sag mir, wo der ist. Ich töte alles. Wirklich. G-Time und ich hatten den mal gefunden. Der war irgendwo hinter der Packung. Bei den Knallerbsen. Schuppen. Ich weiß, wo der noch ist. Ja, ich habe den da. Da habe ich ihn gerade getötet. Also ich habe den gerade schon mal getötet für die Fackel. Er ist doch da, wo wir auch diese ultra harte Lockdown-Sequence gemacht haben, oder nicht? Ja, da war der auch. Dann hole ich den da einmal. Oder? Wenn wir mal töten da gehen jetzt? Wenn der ja, ich komme mit. Skarabäus machen. Ich komme mit. Obwohl. Nee. Also ich muss alleine, weißt du? Weil okay, du machst mal. Die Skarabäus. Warte mal ganz kurz. Den. Wer will die Salzkeule jetzt nehmen? Ich hätte Bock auf eine Salzmorgenstern. Reapers und ich würden uns gerne einen Salzmorgenstern teilen, habe ich rausgehört. Wie geht das? Reapers? Ja. Beim Revolver war einer. Ist das an der Karte? Wo ist denn ein Revolver? Was? Dann warst du da noch nie, ne? Ein Revolver auf der Map? Ja, ein riesen Revolver, wo es ganz da. Viel... Hier, Reapers. Warum spielst du den nicht mehr? Weil ich bin doch eh gleich weg, dann könnt ihr die nehmen. Ja, und wann bist du wieder da? Ich werde dann morgen zum Event erst, wenn wir das machen, wieder, also morgen dann da sein. Ich werde heute ein bisschen eher Schluss machen.
damit ich morgen wieder meinen Rhythmus drin habe. Die ist Level 5? Ja, die musst du nur noch ein bisschen aufwerten dann. Werte ich jetzt auch, okay. Ich habe die immer, also ich habe die gar nicht so zum Kämpfen richtig genutzt, sondern einfach zum Farmen von Dörrfleisch. Ich brauche die zum Kämpfen tatsächlich. Ja, siehst du, deswegen habe ich sie dir jetzt gegeben. Okay, gut, danke. Richtiger Juwel. Ich will die saure Streitaxt. Du gehst Skarabäus machen, Reapers? Ja. Und Omatra und ich töten Nashornkäfer und eine grüne Wanze. Ist das ein Plan? Plan. Richtiger Juwel. Richtiger. Oh Mann, ich komme da jetzt immer durcheinander. Das bricht. Was brauche ich denn für die nochmal hier? Und welche Rüstung möchte ich langfristig haben? Das ist ja auch nochmal ein Ding. So. Okay, wenn ihr dann jetzt farmen geht, dann würde ich rausgehen für heute. Jo, mein Bester macht das. Und okay, geil. Morgen dann machen wir dann hundertprozentig das Event, also das Finale. Warte mal, nicht hier hundertprozentig sein, dann muss ich immer erst auf mein Handy gucken. Okay, dann guck auf dein Handy. Ja, das ist morgen. Passt. Morgen Abend aber, ne? Ja, ja. Morgen Abend. Wie viel Uhr? 20 Uhr wollen wir uns treffen? 19 Uhr, was sagt ihr? 19 Uhr klingt gut. Ich auch. Aber da müssen wir auch Setup eigentlich machen fürs Finale dann, ne? Sonst dauert das. Oder wir können es auch so machen, aber dann direkt, ne? Nicht das macht Dings schon vorher. Romatra liebt das Setup zu bauen dafür. Okay, ja, Romatra, wir müssen los. Wenn er will ja eh Gas geben, ne? Oh, die brauche ich auch gerade, Max. Hast du jetzt alle 10 reingepackt? Ich habe keine reingepackt, nein. Ich habe gar nichts gemacht. Hast du mir reingepackt? Ich habe hier Salz reingepackt. Ja. Kannst du mir dann die Salzstern geben? Okay, Jungs, ich bin dann raus, ne? Wir hören uns morgen. Bis dann. Ja, ciao. Ciao. Warum? Weil ich jetzt Nashorn töten gehe und der ist stark dagegen. Echt? Dass wir mehr das oberste Ding machen können hier. Pimp die jetzt selbst. Ich wollte sie pimpen, mach. Ja, okay. Tschüss. Ich gehe jetzt nämlich die Dinger farmen. Ja. Stimmt's? Ja. Ich brauche ganz kurz noch, weil ich muss mir einen Helm machen, dass ich dich nicht umbringe. Weil im Moment ist mein Helm so, dass wenn ich angreife, dass eine riesige Giftwolke kommt, die dich unglaublich damaged. Das muss ich tatsächlich ausschalten. Das ist echt schlecht. Witzig, dass du es weißt, einfach aber auch. Ich mache einfach genau denselben Helm nochmal, nur halt ohne. Bau dir die Witwenrüstung für mehr Säureschaden. Das geht? Was für eine Rüstung? Ich bin gedamaged. Wieso kriege ich so viel Schaden? Von was? Ich krieg ganz viel Schaden. Nicht von mir. Gibt's eine Rüstungsempfehlung von dir, Romatanael? Ja, wenn du musst mir welche sagen, welche Waffe du unbedingt spielen möchtest, dann kann ich dir auch eine Rüstungsempfehlung geben. Plus. Aber du sagst, ich will das saure Ding spielen, das saure Ding. Du willst die Zweihandaxt spielen. Säure ist nicht gleich Gift, ne? Nee. Ich glaube, ich würde sogar die Ochsenarmor spielen, oder? Und dann irgendwie Aufladeattacken gehen, oder? Ist doch geil bei so einer Keule, wenn du einmal rüberschwingst und den übel Damage machst. Oder nicht? Ist aber nicht sicher, warte, ich check mal kurz. Gibt es irgendwie sowas wie extra Minzschaden? Nee, ne? Doch, witzig, gibt's. Wo? Extra Sauerschaden gibt's. Oh, wo denn? Welches? Wondrous Wormhole. Sour Wormhole. Aber die mit einer ganz geringen Chance kannst du die als seltenen Loot Drop bekommen, wenn du diese sauren, wenn du diese grünen Dinger abbaust. Verstehst du? Wie dumm. Aber so, dann spiele ich das Long Term. Aber wo kann man denn die grünen Dinger abfahren? Sind die nicht begrenzt? Das ist jetzt eine richtig gute Frage, Bro. Ja, ne? Ich habe gute Fragen. Welche Dinger? Die sauren? Ja, respawn die? Begrenzt, ja. Aber dann müssen die ja irgendwann kommen.
Okay, dann gehe ich voll auf Säure. Okay, dann lass uns los, Romatra. Warte. Ich habe ihn random gefunden. Ich habe ihn nicht mal gesucht, ne? Ich war noch nicht mal beim Scan. Ich habe den Skarabeus gefunden. Getötet. Er hat Trank gegeben. Glück gehabt. Hi. Ja, witzig, ne? Weggecrackt einfach. Einfach reingecrackt. Einfach einmal reingecrackt. Das ist einfach weg. Hm. Naja. Fuck you, Sir. Fussel haben wir jetzt unendlich viele, by the way, ne? Yes, Sir. Also, ich muss mir echt kurz. Ich muss kurz echt einmal das Seil hier rausnehmen. Wir haben zu wenig Seil in Auftrag gegeben. Ich hätte gern mehr Ziplines. Könnte ich mir das wünschen, irgendwie von jemandem? Wohin? Oh ja. Wir müssen viele Nashörner farmen, ne? Einmal Sandkasten, einmal Borg. Wir hatten jetzt die mächtigen Krumplumpen hier rausgenommen, die ich gebrannt habe. Naja, ich sollte damit den Morgenstern von mir und Reapers verbessern. Okay. Oh, das waren aber seine, Maximilian. Egal. Oh mein Gott. Egal. Das hasse ich. Nee, was? Nee, ich wollte eh nur die. Ich wollte meine Armbrust verbessern, dann mache ich das später. Warte. Was wollte ich machen? Genau, jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Ich brauche noch kurz, ich muss kurz meinen Helm machen, damit ich ihn nicht vergifte, wenn wir kämpfen. Maske der dämonischen Brutmutter. Let's go. Geil. Dann müssen wir jetzt Nashörner töten. Weißt du noch, genau, wo die Pistole ist, Romatra? Nein. Es gibt eine gigantische Pistole. Da war ich irgendwie ganz im Norden mit G-Time. Gib mir kurz eine Sekunde. Ich muss kurz meine Abwaffe, mein Ding upgraden. Bastard-Cap-Pistole. Hab sie. Höchste Panzerung. Bastard-Cap-Pistole? Bastard-Cap-Pistole. No Cap. Pistole. Krass. Nehmen wir. Gut. Okay, let's go. Ich bin ready. Ja, wir müssen noch einmal durchbrennen. Null verfügbar, das glaube ich nicht. Ah, doch, 52 verfügbar. Das sieht doch besser aus. Gut, das haben wir auch. So. Die mächtigen Klumpen müssen noch einmal durchbrennen und dann können wir eigentlich. Dann töten wir Nashörner und die grüne Wanze zu zweit. Verstanden? Ja, Wanze töten und Ding jetzt. Wir müssen aber erst zum. Lass, wir müssen schlau rangehen. Jetzt nicht irgendwie dumm rangehen. Ja. Erstmal muss ich Essen holen, Sekunde. Die mächtigen Klumpen müssen noch eh durchbrennen. Du hast noch 2 Minuten. Okay. Dann lagere ich erstmal alles ein, was ich habe. So, Kaugummi ist Pflicht mitzunehmen, ne? By the way. Ja. In Norsen, hört ihr mich? Warum? Ja, Kaugummi-Pflicht, angekommen. Weil du mir jetzt den salzigen abgenommen hast. Ach so. Ich brauche noch einen. Ja. Oder du brauchst noch einen, yeah. Eigentlich ist es Kevin seiner. Ich musste dir den Kevin wieder weggeben, so ein Ding ist das. Habt ihr jetzt diese grüne Stinkwanzenteile gescannt? Auch den Scanner nehme ich für meine Skarabeus. Ja, ich weiß, wo das Ding ist. Ich weiß, wo das Ding ist. Mach okay. Ruhig. Wir können es auch einfach abwechseln. Und. Hm? Muss. Die Falle hier unten, die wir auch einmal angefangen haben zu bauen, Roman, ist einfach immer noch nicht fertig. Ich weiß. Das ist voll schade, weil da, die wäre auch, würde auch super funktionieren. Ja. Wir haben die auch so weit weggebaut. Du hast gesagt, du chillst da die ganze Zeit und hast seitdem dann nicht einmal mehr gechillt. Ich chill hier immer. Du kannst dir, glaube ich, gar nicht vorstellen, was ich hier gemacht habe mit der Natur. Ich habe hier wirklich über wirklich 100 Grashalme abgerissen. Permanent. Hier ist die freieste Fläche im ganzen Spiel. Wäre ich sauer, wenn mir der Garten gehören würde. Auf einmal ist hier so ein Quadratmeter kein Rasen mehr. Aus dem Nichts. Ohne Begründung. Weil hier ein kleines Männchen rumläuft mit einer Axt und Rasen abschlägt. Das ist sau nervig irgendwie, oder? Kack.
Sau nervig, ja. Der Wichser verarscht mich. Heuchler rein. Witzig. Manchmal spawnt das Essen in Sachen drin, das nervt. Naja, zum Beispiel so ein Rüsselkäfer, der spawnt einfach irgendwie in einem Baumstumpf drin und dann kommst du nicht ran. Ja. Ist scheiße, stimmt. Das unterschreibe ich. Das Husten unterschreibe ich nicht. Zu spät. So, ich bin ready. So, jetzt bist du der mächtige Klumpen fertig sein. Ich komme wieder hoch. This is awesome! Nein. Ich habe eine Platte los vom Blatt runtergeschlagen, sie ist auf den Boden aufgekommen mit ihrem Kopf und gestorben. Das ist gemein. Das ist schlecht. Dabei wollte ich sie mit meinem heißen Katana in zwei teilen, dass ich direkt gebratenes Essen habe. So, mächtige Klumpen rausnehmen. Es müssten fünf mächtige Klumpen übrig bleiben. Oh, jetzt hat er die wegsortiert. Ja, hat er. Obwohl, jetzt müsste trotzdem gehen. Ist ja in Reichweite, oder? Ne. Ist es nicht. Nach oben, Mineralien. Sind 18 mächtige Klumpen noch übrig. Zack, zack, zack. Ich bin mal Biene. Einlagern. Alright, ich bin ready und bereit. Beides sogar cool. Lass uns losgehen, wenn du ready und bereit bist. Ich bin es nämlich auch, glaube ich. Geil, wer hier wieder Essen gebracht hat. Finde ich sehr gut. Okay, und dann dann komm mit. Dann müssen wir den linken nehmen, den oberen, ja. Okay. Grabe nach Schatz habe ich gefunden. Warum? Das ist nur ein Bug hier, die Anzeigefehler. Ja, sehr gut, hier sind Platten. Ich fahre, Romatra. Wir müssen nach Ober. Du fährst jetzt los? Ja, ich bin auf Ober. Okay. Sekunde. Jetzt komme ich auf. Nashörner töten und blaue grüne Wanzen. Nashörner, Wanzen. Check. Fully checked. Diese Seilbahn, die wir fahren, ist immer noch geil. Wir können auch überlegen, wo wir sonst noch welche hinpacken. Wo muss man denn was regelmäßig farmen? Brutspinne oder die Mutterspinne oder den Mantis? Ich sag, die zwei Seilbahnen, die wir haben, sind schon sehr gut platziert. Mein Call. Ja, aber man kann es ja noch besser machen. Also Mutterspinne sind wir doch überhaupt nicht in der Nähe, oder? Gar nicht, nee, null. Ja, genau, Mutterspinne wäre noch eine geile Seilbahn. Ja, lass die machen, Alter. Wie oft muss man die noch töten? Ich glaub gar nicht mehr. Außer ich will dieses Mutterspinnen-Medaillon. Okay. Weil dann ist meine Spinne, wenn ich sie spawn und sie angreift, ist sie auch. Warte, wo bist denn du? Wo bist denn du? Ach, du bist Ober. Bin da jetzt. Du bist so Ober gefahren? Hab gesagt, wir müssen Ober. Aber du kannst einfach zu meinem Marker rennen. Ja, ich renn zu deinem Marker. Vielleicht finde ich ja schon einen Nashornkäfer. Kann ich den besiegen alleine? Nee, ne? Doch. Wo ist nochmal diese Nashornkäferschlucht? Wieso bin ich im Kampf? Ah, da. Richterlich, wie der sich über mich lustig macht. Okay. Die Welt wurde auf Hardcore. ORC-Empfänger, ach so, die gibt's so free. Es gibt viel mehr Gegner auf der Welt, seitdem wir das Dings haben. Was? Die Story sozusagen freigeschaltet haben, also seitdem sie diese kleinen Geräte auf dem Kopf haben.
Ja, ja, die sind auch stärker geworden, diese kleinen Viecher. Die Gerätteile sind richtig stark. Little bastards. Sind nur diese Käfer. Wundert mich. Wo ist die Nashornkäferschlucht nochmal? Wie kommt man nochmal darauf? Hä? Ich weiß gar nicht, wie das geht. Nashorn. Da, wo du hingehst, gehen wir. Da, wo dein. Ich renn zu deinem Marker jetzt einfach, ne? Du rennst zu mir. Zu dir. Okay, ja, ich töte noch kurz eine Spinne auf dem Weg, weil die brauchen wir. Okay? Ja, passt. Aber wo ist die Nashornkäferschlucht? Reapers ist da. Hallo, Reapers. Das geht. Ey, bitte jetzt aufpassen. Kacke, das ist gar nicht gut, ne? Wenn jetzt den kleinen Wichser aufschreckt, ist der weg für den Tag. Cool. Warte mal, dieses Blockperk ist doch unglaublich krass, ne? Was wir jetzt haben. Ja. Ja. Oh mein Gott, Firmenschmiergeld. Wie sind wir denn da hochgekommen mit G-Time letztes Mal? Das ist alles, was ich gebraucht habe. Zeig mal, wo ist denn dein Marker? Da hoch, komm zu mir, wenn du hoch willst. Da will ich hoch. Also wenn du zu mir kommst, kommen wir da hoch. Okay. Nicht ganz hoch, nur auf diesen kleinen Dings hier, ne? Nur auf diesen Sack. Ich würde über ganz oben gehen einfach, bevor du da jetzt ewig rumsuchst. Das mit G-Time, ich bin da aus Versehen mit G-Time reingestolpert. Ja, okay. Kann nicht sein. Oh, jetzt ja, mir reicht's. Ja, dann lass deinen Weg gehen und vielleicht finden wir dann noch einen anderen, wenn wir eh schon drin sind. Da müssen wir eh öfter hin. Der mich verarscht. Ah ne, das Blockieren von Angriffen. Ich habe sie zweimal pariert, das ist natürlich schlecht. Ist das jetzt so eine Motte? Oder was? So eine Stinky? Nein, nein, das ist eine Wanze, diese grünen Wanzen, die schon mal bei der End-Sequence kamen. Grünen Wanzen. Ja, die stinken, Bro. Die können wir, die müssen wir mit Fernkampf töten. Echt jetzt, Mann? Ja, ja. Hat man jetzt mal eine Pfeile reingesaugt? Ne, sehr gut, ich hab meine Pfeile noch. Es gibt da einen unendlich viel chilligeren Weg hin, aber den checken wir jetzt gerade nicht. Ich bin da einmal aus Versehen mit G-Time reingeraten. Ich bin mir nicht sicher, wie wir den töten sollen, wenn wir den nicht. Also. Weißt du, was ich meine? Der springt uns halt an und fickt uns. Als ob wir das nicht schaffen, du besiegst alles. Ja, nicht wenn es eine Aura um sich rum hat, die mich hier runter. Unglaublich viel Damage macht. Hier runter und hier habe ich den gesehen. Hö, ist der nicht hier? Das ist das grüne Wanzen-Endgegner, oder? Da ist er. Hab sie. Ich komm runter zu dir. Da ist die grüne Dreckswanze. Wir können nicht pennen, ne? Sag mal. Ich scanne sie mal. Resistenzen scharf. Stark, stechen und frisch. Hast du stechen oder frisch? Nö. Ich würde sie jetzt einfach abschießen mit dem Bogen. Ist mein Zeckenschwert stechen? Woran sehe ich, ob was meins ist? Das Zeckenschwert, ist das stechen oder... Dein Zeckenschwert ist nicht stechen, nein. Wahrscheinlich schlitzen, würde ich sagen. Ach, es gibt Schlitzen, Stechen und Stumpf. Es gibt noch mehr. Was? Warte. Es gibt ein paar Sachen. Warte, ich sag's dir ganz genau. Es gibt Busting, Chopping, Explosive, Slashing, Stabbing. Und was hast du für ein Ding? Ich habe Zeckenobsidianschwert. Slashing hast du. Also Schlitzen. Wollen wir sonst Gasmaske benutzen? Bringt das was? Ich habe keine Gasmaske dabei. Ich habe eine. Dann bringt das was. Dann muss ich auf Distanz kämpfen. Du kämpfst auf Distanz und ich spring da rein. Und wenn du da reinspringst, bist du halt tot, ne? Echt ich jetzt? Sollen wir einfach beide von oben abschießen? Ja. Ja, oder? Aber die kann fliegen, aber gut, wie du magst. Ja, dann machen wir schon irgendwie. Ist geschossen. Hab daneben geschossen. Triffst du? Klar treffe ich.
Du hast daneben geschossen. Jetzt hast du getroffen. Und die springt jetzt hier drauf. Wie viel Damage machen wir? Krass, oder? Ah, jetzt checkt sie, dass wir zwei Spieler sind. Die wehrt sich gar nicht mehr. Wie geil, das funktioniert. Wir machen gut Damage mit unserer Armbrust. Hey, wie geil, die ist so dumm. Oh, das freut mich gerade. Habe ich sogar Gift auf meinen Pfeil? Gut. Chillig, das war super. Du darfst nicht alle Pfeile nehmen, ein paar muss mir wieder geben. Grüne Stinkwanzenteile. Drei Stück, wir haben's! Drei Stück? Echt? Wir hatten zwei und ich brauche fünf. Ja, wir haben's! Na dann lass zurückgehen und dein Schwert machen, oder? Ich sehe mir nichts und bin sauer. Hast du dir schon die unendliche Fackel gemacht? Hier ist ganz viel Sprengpulver. Braucht das jemand? Warte, ich nehme mal mit einfach. Ganz wenn viel. Wenn du mir leuchtest, nehme ich mit. Ja, komm mit. Hier war überall noch ganz viel. Guck mal hier. Boah. Aber hier ist schon ein bisschen was gefarmt. Aber nimm mit. Wofür brauchen wir das? Ich check das nicht mit für Bomben oder was? Gute Frage, ich glaube, oder? Haben wir das schon mal analysiert? Sehr gute Frage. Hier ist noch eins. Wenn das leer ist, auch immer ein Fehler. Und hier hinten noch was? Irgendwie so, vielleicht noch oberster Marmor. Hier noch oder Hirschkäfer? So. Hier ist noch. Ja, Nashornkäfer, ne? Nashornkäfer meine ich. Ja, ja, ich hab hier gerade einen bei mir. Für was brauchen wir die? Für die Upgrade-Materialien. Für die Upgrade, das ist das allerwichtigste Käfer jetzt. Das ist der stärkste, die müssen wir am meisten farmen. Ich sag's, Scarabeus ist ähnlich wichtig. Ja, gut, das ist ja, das ist ausgeschlossen. Den kriegt man ja nicht hin als normaler Spieler. Was? Der ist nicht so krass, der ist gar nicht krass. Wie war ich denn den? Also ist hier keinen anderen Weg rein? Ne? Sein Horn, oder? Oh, ich weiß es gerade gar nicht, was das ja, war. Ja, der gibt nämlich nur immer ein. Es sind gleich zwei bei mir immer, ne? Bei meiner Strecke, ja? Oh, die sind natürlich stark. Die wollten wir jetzt eigentlich töten. Komm, Romata, jetzt müssen wir Nashörner töten. Ich habe extra den Salzkeule Morgenstern von G-Time bekommen und Rivers hat ihn sogar nicht abgedrückt. Und hä, dieses Perk von dem Direktor funktioniert nicht. Bro. Okay, dann komm. Nee, warte, das stört mich ein bisschen. Bin so fucked. Das Blockieren feindlicher Angriffe der Gesundheit zu stehlen, das stimmt doch gar nicht. Ist einfach gelogen. Ich blockiere eine Chance, Gesundheit zu stehlen, oder? Nicht immer. Ja, ermöglicht es. Ja gut, das ist natürlich ein Schwachsinn, ne? Diese Radspinnen geben keine Spinnenfang, ne? Aber Fäden. Ich weiß nicht, wie sehr wir Fäden immer brauchen. Oh, wir haben und noch 400 Brocken, Fäden. Und die Brocken brauchen wir auch immer. Also die würde ich eigentlich auch immer mitnehmen. Nashörner brauchen wir. Wo bist du? Du siehst mich doch, oder? Ja. Ich weiß nicht, wo es Nashörner gibt. Ich komm mir daher. Warten. Bei ja, irgendeiner Schlucht gibt es die immer. Komm mal mit mir. Ich habe zwei gekillt hier bei mir, ne? Guckt, wo ich auf der Map bin, kommt hier nicht mehr her. Hier ist eine Assel. Checkt ihr? Und Ton. Hab ich's gecheckt? Ja, gecheckt. Ich hab's gecheckt. Wir sind immer so Doppel-Nashörner, ich hab beide getötet jetzt. Da wollte ich hin, Doppel-Nashörner töten, den Spot. Aber Omatra findet das auch so. Ich werd grad übel genatzt. Soll ich dich retten? Na, doch nicht. Ich finde das so befriedigend, die immer wegrennen teilweise. Und die aber so derbe vergiftet sind, dass sie innerhalb von einer Sekunde sterben einfach. Das ist echt nice. Ich glaube, wir müssen Richtung Unter einfach und dann finden wir da welche. Ich hole da nochmal drei mit, ja? Was? Ich gehe nämlich gerade nach unten, um die Skarabäus zu fahren. Da sind ja immer zwei, die da spawnen. Ja, das will ich auch gleich. Da sind sogar drei, oder? Ja, drei sind da sogar, stimmt. Vier vielleicht sogar. Was? Wo bist du? Klar. Und unter dem Shack ist er. Unter dem Shack. Da sind immer ganz viele von denen. Die Master, du weißt aber, wo es. Desto öfter kommen die auch. Du weißt, wo es noch welche mehr gibt. Infizierte Wolfsspinne, einzige, vor dem ich Respekt habe noch. Das noch fand ich gut. Ja. Das wird sich aber auch nicht ändern. Also, deine Rüstung wird nicht stärker und deine Waffe auch nicht. Ich spiele auch eh auf Distanz, also auch den kann ich smart outplayen. Aber der kann halt übel doll springen und wenn du einmal verkackst, ist halt miese. Wir können auch noch Romatra die Basis einbauen, ne? Das ist den Endpunkt für morgen. Stimmt, das können wir auch noch machen. Würde ich fühlen. Ich hätte auch gerne eine Waffe auf.
Oh, wir hören einen, oder? Ist das einer? Nee, nee. Oh, das ist der. Wollen wir trotzdem töten? Ja, ja, auf jeden Fall. Warst du stark gegen den? Trifft dich das? Nee, hat mich nicht getroffen. Sauber. Gestorben. Zähe Schmiere brauchen wir auch. Nein, ich müsste hier gleich noch auftauchen. Der Säurestab ist auch Säure, ne? Der grüne Stab ist Säure, oder? Ja. Wie kommst du drauf? Und es gibt später ein Perk, das Säure mehr Damage macht. Nee, dass du nochmal extra Säure Damage bekommst. Ist doch das gleiche, oder nicht? Ich weiß es nicht. Vielleicht machen dann auch all deine Waffen Säure Damage und die, die schon haben, machen dann mehr Damage. Ich finde das. Also, das ist nicht ganz immer so geil erklärt hier in dem Game. Oh Gott. Kann das ein Zustand. Ich will komplett der Säure-Typ werden mit der Säure-Axt und Säurestab. Und der Säure-Rüstung. Kann das jemand mal abchecken, ob das was bringt? Weil ich will jetzt nicht 1000 Jahre auf Late-Game grinden und dann bringt das nichts. So, okay, die sind auf der Karte jetzt. Oh hier. Gott, Wolfsspinne, nein, ich kann nicht gegen die kämpfen. Ich töte die. Ich helf dir. Das schaffen wir, hä? Du bist so schwach. Krass, man merkt, dass wir hochgequippt sind. Spinnenfang! Super, das brauchen wir. Ja, ja, das brauchen wir. Komm mit, ich habe einen Hornkäfer gespottet. Horn! Ich habe drei schwarze Nashörner getötet gerade. Schwarze Nashornkäfer. Und keinen einzigen Kopf bekommen. Keine hat gedroppt, Alter. Danke. Sag mir das nicht, das nervt mich. Drei Stück. Drei. Vergiss nicht. Vergiss nicht. Du hast einen, super. Dann die Salzaxt rausholen, ne? Stark gegen die. Ja, ich glaube aber, meine normale Waffe ist stärker, weil die so derbe vergiftet. Guck mal, wie schnell der stirbt. Guck mal, wie Damage der bekommt. Kann man voll aufladen, ja. Alter, hab ich den eine reingedonnert! Was mit Asseln? Wie wichtig gerade? Immer wichtig. Alter! Reparieren, ne? Ja, stimmt, hast du recht. Klein. Hast du bekommen? Schwarzer Nashorn Käfer Horn! Sehr gut. Horn, Horn, Horn. Mir hinterher. Alter, Romato, du bist gut. Du bist gut, Junge, du bist gut. Ihr wisst beide auswendig. Ach, du scannst das, deswegen weißt du das. Ja, ja, natürlich, hä? Also ich weiß nicht auswendig, wo die spawnen. Warte. Hä? Wie machst du das? Warte, hier jetzt lang. Hier wartet einer auf uns. Gefunden, hier ist er. You picked wrong house, fool. Ich lade nochmal voll auf. Die Waffe ist doppelt stark. Ich hab daneben gehauen. Die Waffe ist doppelt stark gegen ihn. Zeig mal. Der wird mein Angriff abgebrochen. Weiß nicht, ob das mehr Damage macht als mein Gift, Alter. Ich greife ihn nicht an. Ich greife ihn nicht an. Ich hab nicht einmal zugeschlagen. Nee, mein Gift ist tausendmal stärker, Bro. Macht leider viel mehr Damage. Welches Level ist deine Waffe? 8. Und? Nichts. Ei. Noch ein. Ärgerlich. Warte. Da lang. Aua. Der aufgeladene Angriff macht gar nicht mehr Damage, als wenn du direkt haust. Erzähl mal, wie du das mit dem Scannen machst. Das ist ja ein gigantischer Vorteil. Du gehst an so eine Forschungsstation, dann ist da links so ein Scanner. Dann wählst du die Materialien aus, die du gerne hättest, und drückst auf Scannen. Und dann wird das mit rot markiert auf der Map. Wenn du jetzt Map öffnest, ist da ein roter Punkt, wo ich hinlaufe. Ach, du kleine Bitch hier unten, Alter. Die Ameisen nerven, die sind mehr geworden. Guck mal, das sind alles meine Spinnen, siehst du die? Oh, Jungspinnen? Ah, die darf meine, ich nicht meine, reichen. Meine, nicht töten. Guck mal, wie süß, wie süß. Guck mal, die Frage, wie warum geil, so oder? Viele? Warum hast du so viele Jungspinnen? Ich glaube, weil ich so schnell angreife. 4 Jungspinnen? Das waren, oha, das war, so viele habe ich auch noch nie gesehen. Normalerweise sind immer nur 2 da. Ist das geil und effizient Schaden. Schon wieder gewesen. Da ist noch einer. Fuck you all, Alter. Oh, der ist gegen... Bist du gerade an einem Scanner? Nein. Warte, obwohl, gleich. Wir sind gleich wieder bei. Ich bin nicht sicher, ob 4 oder 5 hier nehmen. Digga, ist der krank?
Rohrmann. What? Wieso kann der das? Ist der Drohne. Der kann fliegen, ne? Guck mal, der fliegt einfach. Was macht der? Was macht der? Was macht der? Ey, ich werd von noch weiteren Sachen angegriffen. Hä, der ist weggeflogen. Gone. Der wirft mich mit Steinen ab. Lass ihn mal runterbauen. Wo holt der überhaupt die Steine her? Ist der dumm? Ja, aus nichts. Ich hasse, dass die Ameisen immer wegrennen. Ja, dann müssen wir den jetzt runterbauen, Max. Kennst du das, dass ein Inventory so voll ist, dass du die Armbrust nicht rausholen kannst? Ja. Oder ich töte ihn da oben einfach und tue ihn. Der Armbrust, ne? Sauber. Unglaublich nervig, dass er da oben landet, ne? Oh, was schwarzer Nashornkäferhorn. Geil! Du verdammter Bastard! Da hinten ist noch einer. Alter, woher weißt du das? Auf Karte markiert. Einfach ein roter Punkt, voll auf der Karte. Das kann ich mir nicht, das glaube ich nicht. Wie, du glaubst das nicht? Ich glaub das nicht. Genau so findest du auch die Skarabäus. Du scannst nach den Viechern. Skarabäus ist Mehrzahl Skarabäen. Deutsch mit Trimix. Weiß nicht, ob das stimmt, klingt aber geiler. Hast du mir geglaubt? Danke, Alter. Keine Ahnung. Du bist so einer, der korrigiert Leute. Du sagst dann irgendwie mal... Du sagst Katte. Die ganze Zeit. Leute, wisst gar nicht, wovon du redest. Leute, er meint die Karte. Ich übersetz noch, kein Problem. Lass mal wegrennen, die Missviecher. Da hinten muss noch einer sein eigentlich jetzt. So, Feuerameisen sind ja überall. Was ist denn stark gegen Feuerameisen? Meine geile kleine Spinne, guck mal. Ja! Hol sie dir, Schatz. Oh, sie ist noch gestorben. Sie ist noch gestorben am Gift. So befriedigend, ich liebe. Oh, hier unten ist er, guck. Da läuft er rum. Ich mag dein Setup irgendwie. Alter, wie aggressiv ist der Instant? Warum sind Termiten immer noch mein Endgegner? Weiß nicht. Schwarzer Nashornkäfer Horn mal 2? Oder ist das insgesamt, was ich in meinem Inventar habe? Das ist insgesamt was. Oh Mann, ey. Ich hab sogar geschrien. Du hast echt einfach geschrien. Hier ist noch einer. Komm. Ich wusste nicht, dass es so viele gibt. Hat ich verloren? Da, Matra. Didn't expect that. Ich finde dein Bild auch nicht verkehrt, Romathanael. Danke. Da habe ich ewig lang, als ich im Bett lag, neben meiner Freundin nachts um 4, habe ich Fähigkeiten durchgelesen. Und was sie machen. Arthur, Nashorn, Käfer, Horn. Geil. Haben wir mal jemanden im Chat, der schon mehr als 2 Jahre Sub ist? Und das Game komplett durchgespielt hat und ein cooles Bild für mich hat. Vielleicht ist eure Bild auch voll scheiße. Pap Säure ist in Ordnung. Schwarzer Nass und Käferhornhorn. Was ich doof finde, ist, dass es diese Talismane nur einmal gibt. Also du könntest jetzt nicht deinen Charakter nehmen, auf eine andere Map gehen und dir kurz den krassen Talisman holen. Das ist doof. Also du hast eh einen krassen Talisman, bei dir ist egal, aber für Reaper sagt das halt. Peaks, willst du einen Vorschlag machen? Ja, ich habe keinen Talisman. Willst du wirklich einen Vorschlag machen? Mein Talisman ist meine Pusteblume. So, wo haben wir noch einen? Hier. Oh Gott, hier. Wie viele Zecken. Hier lang müssen wir. Folgen Sie mir. Das kannst du immer wieder aus dem Inventory gucken, wo die sind, das verstehe ich nicht. Drück mal M. Ich drücke M. Dann siehst du diese ganz schwach rote. Ja, genau, die sind's. Gut, verstanden. Und ich glaube, da wo wir jetzt hingehen müssen. Pinienkern neben uns? Nehmen wir mit. Ja, nehmen wir mit. Vorsicht, die wurde angegriffen von dem Wichser hier. Ich muss ihn kurz töten. The Witwe! Pinienkern ist so stark. Was machen wir daraus nochmal? Ich finde das so geil, wie meine Spinde einfach chillt. Oh nein! Er one-shottet sie alle, oder was?
Wichser. Hier müsste auch... Oh, oh. Ein Pinienkern jetzt zwei. Guck mal, schnell her. Interessantes Battle. Spinne gegen Marienkäfer, ja. Sehr interessantes Battle. Wer gewinnt? Für wen sind wir? Oh, zwei Spinnen gegen einen Marienkäfer. Weißt du was? Ich sag, der Marienkäfer gewinnt. Gegen beide Spinnen? Ich sag, der Marienkäfer gewinnt gegen beide Spinnen, ja. Nein. Doch. Ich sag, der gewinnt gegen beide, doch. Guck mal. Oh, der fickt die. Er wechselt so oft seinen Fokus so ein bisschen. Er spielt so ein bisschen wie du. Ja, es. Was ist. Ich mach so wenig Damage an der Larve. Das ist witzlos. Sag mal. Ja, du bist echt richtig schwach, ne? Aber das Zeckenschwert ist halt unendlich Lifesteal, ne? Ich kann nicht sterben. Ich könnte mein Schild eigentlich auch weglegen. Gibt's irgendeinen Perk, wo ich nicht mit Schild spielen muss, so voll auf gestunt, Angriff? Sie haben den Marienkäfer gestunt. Inventory full. Die sind zu dritt. Eine hat er. Die sind zu dritt. Guck mal, eine hat er schon tot. Oh, das sind zwei. Und noch eine, what? Der hat Aggro auf uns. Nee, er ist was? Fest im Spinnennetz. Hau ab, lass abhauen. Ich will, ob er die dritte Spinne noch schafft. Ein Marienkäfer kann drei Spinnen töten. Junge, ich sag dir, diese Marienkäfer sind die krassesten Motherfucker. Womit macht denn der überhaupt Schaden? Der ist halt gestunt, der ist im Spinnennetz. Soll ich ihn befreien? Ja, ich befreie ihn. Kannst du ihn befreien? Er ist nicht im Spinnennetz. Er ist nur dumm. Spider detected. Der hat gar keinen Damage. Der hat noch halb über Hälfte Leben. Guck mal. Ja, schnapp ihn, der Marienkäfer. Boah. Der macht die auch noch. Digga, der farmt sogar Rasen nebenbei. Ich sag dir, diese kleinen Marienkäfer sind die OP-sten Viecher im ganzen Game. Boah. Diese Reverse-Marienkäfer, ne? Die sind nicht rot mit schwarzen Punkten, sondern sind schwarz mit einem roten Punkt. Guck mal, er stunt sie einfach. Digga, der stunt die. Boah. Macht gar keinen Sinn, dass ein Marienkäfer so viel Schaden macht. Vor allem gegen so einen ekligen. Er gewinnt einfach. Er hat gerade drei Spinnen gesolo und war währenddessen noch stuck im Spinnennetz. Und ich sag, gegen dich gewinnt er auch noch. So. Spinnenbrocken einfach drei Spinnen sammeln. Oh, oh Mann! Okay, nächstes Horn. Hier hinten. Wir müssen in die Richtung, passt schon. Hier warte mal, so können wir wieder Materials aufteilen? Nö, brauchen wir nicht. Ist hier irgendwas Unnötiges? Guck mal, wie dumm die ist. Nee, oh, was? Du machst aber auch kein Damage an der so doch, richtig. Doch, check mal. Ich muss die nicht mal mehr angreifen, wenn sie stirbt. Okay. Ich mach so AOE, also ich mach so Tick-Damage. Lass mich jetzt mal was versuchen. So Burst? Yeet! Und kann ich mich jetzt schleudern? Nee. Gut, weiter geht's. Ja, dann. Also außer der ist noch nicht respawned, dann ist der hier nicht. Hä? Guck mal, warte, ich zeig. Guter Block. Oh, guter Block. Ja. Farm die mal. Lass mal nochmal Inventory aufteilen, das macht keinen Sinn. Ich geb dir Spinnenfangzähne. Gib alles, drop einfach mal Mann, alles irgendwie. Verbindung unterbrochen. Vom Spiel? Oh nein. Aromatra, du hostest zu schlecht. Sag ich. Könnt ihr einfach wieder reinjoinen? Ah ne, du eh nicht, Max, ne? Warte, ich warte. Rote Spiel bei uns. Peaks? Willst du ein geiles. Hast du genug von dem Spiel verstanden, dass du ein geiles Bild googelst? So ein geiles Late-Game-Bild? Was sind so die stärksten 5 und du kennst meinen Geschmack, was ich da nehme? Ist das Säurebild gut? Matra hat schon dieses eine Giftbild. Hey, nice to meet you. The name's Max. Maxwell Smalls. Und du Bock hast. Ich bin wieder drin, das ging schnell. So schnell bin ich noch nie gerespawnt. Joint. Komm mal her, lass mal. Oh, hier ist. Geht schon los, Matra. Ja, zu dem wollte ich. Vorsicht, der ist voll. Hä? Ist der Bug? Das
sehe seinen Lebensbalken nicht mehr, bin ich doof. Späte Spiel bei. Späte Spiel bei. Hast du ihn gestunt? Das ja. Kann? Wo kannst du rein? Mach ich dir keinen Damage? Gerade nicht. Der Stab ist halt erst auf Level 5, ne? Der kann echt auch stark werden. Schwarzer Nashornkäferhorn. Ich glaube, wir haben genug. Ne, hier hinten, wir können hier nochmal so eine Wanze killen, wenn du möchtest. Ja, oh mein Gott! Ja, los! Ich glaube, hier ist noch eine Wanze irgendwo in der Nähe. Wir müssen sie aber kurz finden. Oder ich gehe komplett auf. Komm mal her, schalt mal stehen, was will ich angreifen? Macht die das Damage? Ja, ja, derbe viel Damage tatsächlich. Hinter dir. Du machst aber nur Damage, wenn du mich triffst, Alter. Also diese komischen Strahlen machen keinen Schaden. Du musst mich ganz genau treffen damit, um mich zu töten. Stell dich mal hier neben, warte mal. Lauf mal in den Abpraller rein. Hier, lauf mal in den Abpraller. Okay, nochmal, ich probier's nochmal. Nö, glaube nicht. Ich probier mal so. Oh! Damage gemacht. Ja, aber ich glaube, du musst mich wirklich point blank treffen. Ich find, das sieht eigentlich saugeil aus. Das sieht aus wie so eine Ratchet & Clank Waffe irgendwie. Die so rumfetzt einfach. Die auf hohen Level, wenn ich das mit der Magier Rope spiele, dann ich glaube, ich stun jetzt gerade 2 Sekunden. Und wenn ich die Magier Rope spiele, habe ich irgendwie 25% Chance, dass es irgendwie dann 8 Sekunden stunt oder so eine Scheiße. Ist doch gut, oder? Schwierig. Ja, wohin? Hier hinten. Also, vielleicht ist der auch noch nicht respawned. Gibt ein Säure-Stuff-OP-Bild. Echt? Den würde ich nehmen. Woher weißt du das Tula-Sandwich? Ich kann dir nicht vertrauen. Ne, ich sehe sie gerade nicht. Müssen wir für scannen. Aber wir können ja noch den Zapfen mitnehmen und den ganzen Scheiß. Aber wir haben gut gesammelt, oder? Also ich habe die Klasse. Das war insane krass. Ich habe einen nur. Wie viel hast du? Ich glaube, ich habe 4. Trotzdem krass. 5 Stück, Alter. Dafür hätten wir, keine Ahnung, 4 Oberstmatz Quarzitfarben müssen getötet. Oh, kannst du noch einsammeln hier? Was ist da? Stuff. Alter, nee, warte, ich kann das einsammeln. Alles gut. Okay, let's go. In die Base? Zu unter? Ja, ich schau hier weg. Ich bin hier übertrieben am abgegriffen werden von Drecksviechern. Die war eine Assel, die brauchen wir nicht, ne? Doch, also. Ah, wir können auf dem Weg zurück noch einmal das Grabeus scannen, ja. Noch eine Assel links. 2 Asseln. Aber mein Inventory ist auch voll. Ja, wir können es ein Schwert machen, ne? Ist Streetpass überhaupt drin? Reapers? Was los? Ich gucke euch gerade zu. Achso, ich wollte gerade scannen für dich. Den Käfer, den Skarabäus. Okay, ich gehe wieder mute. Ich esse und gucke jetzt Trimax seinen spannenden Gameplay zu. Okay. Gut. Wir gehen jetzt zurück, ne? Ja, zurück und deine Waffe machen. Und ich gehe mir. Ich hab Bock, eigentlich meine. Wo würdest du jetzt herausfinden, ob es ein gutes Säurebild gibt? So, also ich mach das immer so, dass ich checke, was ich gerne, was ich für. Guck mal, du willst Säure-Damage machen, richtig? Ja. So, dann musst du rausfinden, wie machst du den Säure-Damage. Machst du den durch Schlagen oder durch einen Stuff oder so? Mhm. Und dann musst du schauen, was ist gut für Zauberei? Oder was ist gut für, keine Ahnung, würzigen Schaden. Und dann dann gehe ich halt die Rüstung durch. Also was halt smart wäre vielleicht, wäre.
Also wahrscheinlich wieder Quick Charge, wenn du den, wenn du Magier bist. Ja, ist die Frage, ob ich das Ding spiele. Wir machen jetzt erstens die Säureaxt. Ich hoffe, dass die jetzt gut ist. Ja, bestimmt. Das ist die aller, das ist eine der letzten Waffen, die man freistellt, als ob die jetzt bad ist. Ja, ich mach die. Sag mal, ich will die auch mal sehen. Saure Klumpen brauche ich zwei. Haben wir doch easy, oder? Oh Gott, ja, wie viele haben wir? Machst du zwei? Warte, ich mach hier auch noch einen. Obers Schleifstein. Boah, du Arsch, Ritze. Hä? Warte, wir machen zwei saure Klumpen in jedem, dass es so schnell geht dann, aber hast du nicht. Hä, du kannst doch auch vier in dem einen machen. Die werden doch alle gleichzeitig fertig. Hast du recht. Ich mach nur zwei. Oder muss ich ja auch machen zum Upgraden gleich? Nee, Upgraden machst du, glaube ich, mit den Schleifsteinen wieder. Mach dir die Sense. Die Sense ist Mainstream, die nehme ich nicht. Ich würde schon sowas wie... Oh, was ist denn Aschezement? Das hast du neu erforscht gerade? Nee, das haben wir, glaube ich, gestern noch gefunden. Oder haben wir es gestern ganz am Ende gefunden? Ich glaube, dann kannst du noch mal krassere Wände machen, oder? Bin mir nicht sicher. Und Zecken Obsidianschwert ist hundertprozentig shit. Den hat halt plus Lebensraub, ne? Zweihändig? Das ist nicht shit. Schwertmeister. Das ist sicher nicht shit, aber... Hat halt sonst nichts, ne? Hat halt nur... Lebensraub macht halt keinen Schaden. Das ist halt eher was für... Was hat die Keule der dämonischen Mutter spinnet? Gar keinen Effekt? Nee, aber... Ja? Wenn du, dafür könnt... Also, du könntest rein theoretisch genau das machen, das spielen, was ich spiele, bloß mit der Keule der dämonischen Mutter spinne. Wäre auch krass, sag ich. Weil du kannst nämlich, dieses Perk auswählen, was wir durch die Mantis bekommen haben. Hier, Spitzenpredator. Und dann macht die Giftschaden, die Keule. Okay. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal meine Säureaxt hier sehe, ja. Woher weiß ich, was die macht? Das steht hier nirgendwo ein Symbol. Die hat keine Fähigkeit. Oh, die macht gar nichts? Die ist gut gegen alles dann? Ja, genau. Die hat nirgendwo Schwächen, aber ist auch nirgendwo richtig super stark. Es sei denn, Säure ist stark. Ja, genau. Oh, das ist aber cool. Das mag ich. Das ist eigentlich cool. Ich glaube, die einzige Waffe, gegen die schwach ist, ist eine schwarze Witwe und gegen die ist alles schwach. Also die ist resistent. Ja, genau. Ja. Klar. Inventar einmal wegsortieren. Das stimmt gar nicht, was ihr da sagt. Oh, erzähl. Dann sag doch mal was anderes, was noch schwach ist. Wie gesagt, jedes Vieh hat Resistenzen und hat auch ja, Resistenzen gegen Säure. Du sagst, dass das gegen alles stark ist. Nein, das ist gar nicht. Nein, nicht gegen alles stark, aber es ist gegen nichts schwach. Hä? Such mal eine Sache raus, die Resistenz gegen Säure hat. Eine einzige, außer die schwarze Witwe, die zählt nicht, weil die ist resistent gegen alles. Hä? Hast du alle Viecher jetzt durchgeguckt, oder was? Ich habe alle Viecher durchgeschaut, ja. Das hast du auch schon geschaut. Ich habe alle Viecher im Spiel durchgeguckt und geguckt, gegen was so, was anfällig gegen Säure ist. Säure ist nur stark gegen Roboter und auch gegen diese Ameisen mit diesem Ding drauf. Niemand ist resistent gegen Säure. Ich habe alle durchgeschaut, ja. Also alle, die wir halt hier sehen, auf... Dauert doch nicht lange, hä? Das sind nur, keine Ahnung, 15 Viecher oder so? Oh, ist fertig. Ich habe bei Max gesehen, wie können wir 28 von 43 Gegnern gesehen haben nur? Wir haben die nicht gescannt, wir sind dumme Idioten. Saure Streitaxt. Ach so, okay. Ja, das ist es nämlich, ne? Das ist sie. Okay. Cool sieht sie aus, auf jeden. Mit Abwehren, eine Axt. Und dann jetzt upgraden. Sprüder Schleifstein. So geil. Zeig mal, wie sieht die aus? Ich hab irgendwie gedacht, die ist größer, sag ich, wie ist das, ne? Du bist ja enttäuscht von der Größe der Axt. Was? Darf ich das sein? Zeig mal, wie groß ist die? Naja, stimmt, die ist echt nicht so groß. Aber ich mag sie. Ich will sogar einen Dolch auf 9 machen. Kann ich die Skarabäus auch mit meiner Armbrust jagen? One-Shot mit meiner Armbrust die Skarabäe? Nee. Sicher? Nee. Bin mir nicht sicher, ob ich deinen Worten Glauben schenken kann. Jetzt brauchen wir mächtige Klumpen. Immer nur zwei schmelzen, das bricht mich auch. Mächtiger Klumpen.
Musterschleifstein. Oh mein Gott, wir haben keine Spinnenfang mehr. Nein, was? Spinnenfang? Brauchen wir irgendwo für robuste Quarzitscherbe noch, außer für robuster Schleifstein? Nein. Nein, kannst du benutzen. Gut. Ich lasse noch 4 übrig. Ja, Spinnenfang brauchen wir. Und das geht einfach nach Wolfsspinne? Ja. Ich kann schauen, ob hier noch... Warte, ich kann scannen und ein paar Wolfsspinnen jagen. Wir haben ja welche unter der Base, aber die sind halt eingesperrt, ne? Kann man da eine Tür machen? Und nächste Frage ist, kann man Axt... Gibt es da eine Mutation für? Ist Hacker... Ist das der Axt-Ding, Hacker? Äxte sind ja eine Fortsetzung deines kleinen, wütenden Körpers und zerfetzen die Rüstung deiner Feinde. Oh, ja. Das ist Hacker? Ist das, ne? Müsste eine Axt sein, ja. Dann kann ich mein Erntewerkzeug ist eine Axt und die Axt ist eine Axt. Und wir sollten hier wahrscheinlich kurz das Crit-Perk holen. Perk? Also der Zubehör? Mutation, sorry. Crit-Mutation. Naja, ist das so? Ist glaube ich gut, ja. Ich glaube, wenn du Damage machen willst, ist Crit immer gut. Ja, wo ist meine Axt? Bin ich bescheuert? So. Wir haben sau viel Sachen nicht gescannt. Ich glaube, wir sind ein bisschen dumm. Guck mal, ja. Wir haben nicht mal den... Ich gehe jetzt rum und scanne ein paar Sachen. Das ist meine Aufgabe. Ich tue Zeckenschwert und Dings weg. Wir brauchen noch eine Tools- und Waffenkiste. Die ist schon wieder voll. Guck mal, wir hatten den Rüsselkäfer nicht gescannt. Willst du mich verarschen? Was? Ja. Sag ich doch. Das ist witzig. So, Chad, was habe ich noch nicht gescannt? Was haben wir schon 1000 Mal gesehen, aber haben wir nicht einmal gescannt? Fallensteller, Mutation entdeckt? Ja, das ist, es gibt eine Mutation, die du kriegst, wenn du ganz viel Goldkarten hast eigentlich. Hä, was sind Fallensteller? Das raff ich nicht. Fallensteller. Fähigkeiten als eifriger Sammler verschmelzen mit Jagdtalent. Tiefgründiges Wissen über die Kreaturen des Gartens haben sich in dein Gedächtnis eingebrannt und erlauben dir, mächtige kritische Treffer auszuführen. Jochschläge, was ist denn Jochschläge? Weil du den Rüsselkäfer erforscht hast gerade. Wenn man Sachen erforscht, gibt es eine Mutation dafür. Für mehr Crits. Ich dachte, wir brauchen die auf Gold für mehr Crit. Das ist jetzt krass. Warte mal, chill mal kurz. Dann habe ich jetzt Jochschläge. Wie cool. Auf welches Level habe ich denn meine Axtmutation? Ist Level 2. Müsste ich noch ein bisschen weiter leveln. Ich gehe da, glaube ich, gleich mal in den Ameisenbau rein und mache da mal richtig Randale. Glaube ich auch. Machen Ameisen Daten. Ich gehe jetzt Sachen scannen. Ich glaube, dass wenn ich noch mehr scanne, dann leveln wir das ab und machen noch mehr Damage. Du hast noch kein verseuchtes Tier gescannt. Ach du Scheiße. Die sind auch selbst. Haben wir die normale Ameise nicht gescannt? Haben wir? Weil ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir haben die normale Ameise nicht gescannt. Alter. Das ist so bad, Alter. Also ist scannt, aber warum scannt man auch so? Man macht einfach so und dann ist es gescannt. Das auch das da kommt doch keiner drauf. Früher als Kind habe ich das auch gemacht. Habe ich getan, dass dann hast du gescannt und dann siehst du, was die Kuh für eine Schwachstelle hat. Ja, die hat Schwachstelle Menschen und wird dann versklavt und auf 5 Quadratmeter gehalten. Ja, hast du recht. Und dann kriegst du sie für 89 Cent im Angebot bei allen. Ja, genau. Das ist die Schwachstelle von der Kuh. Hab ich direkt gesehen, Alter. Ja, hast du recht. Gut gemacht als Kind. Kuh-Schwachstelle ist Massentierhaltung. Guck mal, infizierter Rüsselkäfer. Ist doch auch schon wieder geil. Hier oben drauf? Wir haben keine mächtige Klumpen mehr, ne? Also das möchte ich ganz kurz nochmal sagen. Wir müssen Spinnen töten. Auch, ne? Du verballerst aber es auch. Spinnen. Töten. Larve gescannt, das ist so bad, ne? Also. Ich geh Spinnen töten. This is awesome! Obwohl, ich weiß gar nicht, wo die Spinnen rumlaufen. Die laufen doch hier sonst immer nur im Baum rum, ne? Da lagen noch 8, aber die wurden nicht ins Inventory gezogen.
Nee, ich kämpfe jetzt. Irgendwas. Kommt mal her. Oh mein Gott. Wir haben die Bots nicht gescannt. Aber ich glaube, die waren automatisch gescannt. Das wäre zu assi. Ja, die Bots haben wir, die Bots haben wir. Oh, wie stark. Hier. Rutzt. Hankre. Taste. Was für ein Gemetzel, Digga. Mit der Axt, oder was? Ja. Krieg ich irgendwie Lifesteal, wenn ich jetzt kein Zeckenschwert habe? Es kommt drauf an, was für eine Waffe du spielst. Also, und jetzt kommt's drauf... Nee, glaube ich nicht. Völlig unmöglich. Oh mein Gott. Wasserfloh, Kaulquappe, Koi, alles scannable. Halt's Maul. Ja, was bringt's dir jetzt zu... erforschen? Alle. Dann kriegen wir dieses Perk, dass wir mehr Crit Damage machen. Was? Wenn wir die erforschen einfach? Ja, dann kriegen wir die Mutation, dass wir mehr Crit Damage machen. Das ist alles, was ich je wollte. Crit und Crit Damage. Die Sense eine Einhandwaffe eigentlich? Nee, ne? Nein. Wie lange muss ich denn scannen? Das check ich nicht. X drück und dann E, wenn Fragezeichen steht. I see you. Rote Arbeiterameise, süß. Oh Gott. Süß? Ja, dass wir das... Süß? Ja, wir scannen gerade... Ich krieg keine Heilung. Du kannst probieren? Nee, Barbar zählt bei dir nämlich nicht, ne? Welche Zähne brauchen wir? Spinnenfangzähne. Nur Wolfsspinne, keine Grazdinger. Genau, nur Wolfsspinnen. Was heißt denn parieren? Im letzten Moment blocken. Am Punkt ist auch so und du beendest die Attack String des Gegners. Wie in jedem Spiel. Und da haben wir jetzt neues Ding freigeschaltet. Falsch. Einfach nur, dass wenn du crittest, dass deine Crits dann mehr Schaden machen. Nee, ich meine dieses Firmensteuer-Schmiergelder. Das ist nicht für parieren, das ist für blocken und das ist leider sehr schlecht, weil die Chance ist 5% nach dem Block. Das heißt, jeder 20. Block heilt dich. Das ist schon derbe schlecht. Der Lifesteal fehlt mir halt, ne? Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, du musst einfach ohne auskommen. Echt jetzt? Einfach ohne Lifesteal spielen? Ich würde das schon mit dem Zeckenschwert, würde ich mich halt hier unbesiegbar reinmetzeln. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber dafür ist mein Schaden göttlich. Du musst halt traden. Entweder du bist halt... Du kannst halt dich sustainen oder du machst halt derbe viel Damage. Ich glaube, am krassesten ist echt diese... Ist echt, wenn du Barbar spielst und dann einfach eine Keulendicke. Keule oder Axt? Axt leider nicht, nur Keule. Nur Keule. Kann ich den nicht scannen, den Koi-Karpfen? Muss ich verarschen? Der ist nicht scannable. Ah, da ist nochmal eine Ameise. Was hat sich für... Hey, ich kann den scannen nicht. Oder wie nah muss ich ran? Ne, der tötet mich gleich. Ja, bin tot. Junge, was macht er denn für einen Saugermund, Alter? Nee, auch nicht scannbar. Okay, check ich. Unendliche Fackel ist auch echt super chillig.
Jetzt nochmal gefragt. Die Frage haben wir ja schon insgesamt millionenfach gestellt. Ja. Gibt es respawnen die Ressourcen? Die Geister streiten sich. Ich meine nein. Und die Leute meinen nein. Und das Wiki sagt auch, dass das als... Aber wenn jetzt der Skarabäus nur nach 7 Tagen respawnt, hätten wir auch gedacht, dass der auch nicht respawnt, weißt du? Also beim... Da steht halt... Bei dem... Also in dem Wiki steht halt, sind diese Vorkommen als endlose, also endliche Quellen eingetragen. Ja. Kann aber auch sein, dass die respawnen. Aber endlich hört sich für mich halt danach an, dass wir den schon gescannt haben. Was bringt länger aufladen? Ich mache dadurch nicht mehr Damage. Ich habe gerade alles probiert. Sicher? Ja, mehr Damage ist es nicht. Wolfspinne, Vorsicht. Ich glaube, das ist bei Reaps, oder? Fliege einfach hat mir nicht gescannt. Das ist ja Wahnsinn. Fliege, wie chillig. Oh, so ein bisschen Lifesteal würde mich auch so freuen. Das muss ja nicht viel sein, ne? Das muss nur so ganz, ganz wenig Kleines sein. Kleines bisschen, ja. Ja, ich weiß, aber ich habe schon gesucht. Das gibt's leider nicht. Das gibt's leider nicht auffindbar. G-Time hat ein Ding gefunden, dass wenn er pariert, dass er sich heilt. Das ist gut. Parieren ist mit Rechtsklick mit einer Waffe abwehren. Oder? Ja, nee, parieren ist einfach nur, hat Reaper sich gerade schon erklärt, das ist, wenn du im genau richtigen Zeitpunkt blockst. Ah. Und dann heilst du dich ein bisschen. Das ist auch nicht geil, aber okay. Mehr was. Aber ich finde parieren hier in dem Game irgendwie nicht so krass satisfying, weil die halt teilweise giga-random angreifen. Plus, du kriegst irgendwie so viel Schaden, dass wenn du einmal nicht richtig parierst, bist du vergiftet und tot. Ich glaube, Pete hat die beschissensten Sprüche von allen drauf. Ich weiß nicht, sicher. Den Charakter mit den beschissensten bekommen. So eine geile Base, ja. Okay, die Axt macht halt Damage. Wo kann ich Spinnen fangen, farmen gehen? Geh mal zu einer Station und wähl das Ding aus, was du gern hättest. Oh, ich weiß noch nicht, was geil ist. Peaks. Brauchst du Peaks oder was? Ja, ich brauch Peaks. Ich hab jetzt einfach dazu ernannt, dass er jetzt googeln soll oder was? Ein bisschen Research betreiben soll. Also ich würde deine Waffe voll auf Crit spielen einfach. Auf Crit? Ich würde mir die 2 Crit-Mutationen holen. Dann würde ich... Ich glaube, ich würde sogar die Mantis-Rüstung anbehalten. Nee, das macht keinen Sinn. Ich habe ja kein Schild. Ich muss dann irgendwas mehr Tankiges spielen, oder? Wenn du Rüstung Damage machen willst. Auf jeden. Die Frage ist, ob es eine Rüstung gibt, die mich Säure verstärkt. Nein. Antwort ist nein. Meinst du doch vielleicht? Es gibt einen Anhänger, der ein bisschen Säure stärker macht. Was haben wir denn jetzt noch nicht gescannt? Die Mutterspinne haben wir noch nicht gescannt. Spiel beide Waffen. Wenn du Lowlife bist, wechselst du. Aber ich heile mich ja auch nicht hoch gegen die anderen, dann wäre ich ja eh unbesiegbar. Just like a fruit pound. Also ich habe zum Beispiel die Keule dabei für Lifesteal immer. Wenn ich sehe, es wird hier kritisch und ich muss hier viel metzeln und ich habe irgendwie...
Feuerameisenrüstung kann säurebasierte Attacken verstärken, aber Sauer und Säure sind, denke ich, zwei verschiedene Sachen. Echt? Sauer und Säure ist zwei verschiedenes. Romatra, was glaubst du? Saurer Stab? Ich kann kurz saure nachschauen, Streit, wenn du möchtest. Ja, wäre cool. So. Zwei saure Geräte. Du willst die, welche? Die Feuerameisen. Corrosion Acid Damage. Wenn ich die Mutterspinne alleine töte, gibt die mir auch Spinnenfang, ja, ne? Ja, ich glaube. Haben wir die Mutterspinne gescannt? Nein, da müssen wir eh nochmal hin. Wollen wir kurz die Mutterspinne zusammen machen oder wo bist du gerade? Mach gerne, du kannst gerne so ein... Nee, ist nicht. Du machst Corrosion, ist was anderes. Ist echt sauer und Säure ist was anderes. Increases Damage Player dealt Acid-Based Attacks. Ich weiß nicht, was Acid-Based Attacks sind. Warte kurz. Du machst das so stark, Romatra. Was ist? Du machst das so stark, sag ich. Danke. Acid ist Säure, aber ich weiß nicht, ob meine Dinger als Säure, meine Sachen sind nur sauer und hier steht nicht Säure. Acid ist echt irritierend jetzt, muss ich sagen. Ich habe keine saure Streitaxt, ich habe eine saure Streitaxt und einen sauren Stab. Und es gibt saure Pfeile, aber gibt es denn irgendwie noch Säure? Ich wüsste jetzt auch nicht, was Säure ist. Also es gibt Sleek-Effekt, Set-Bonus... Ja, Acid ist auch eher ätzend, ne? Ja, ne? Acid ist nicht sauer. Sauer heißt ja auch anders. Sauer heißt auf Englisch hier sauer, also S-O-U-R. Es gibt Acid und sauer. Ja, nee, das ist es nicht. Aber der ganze Chat sagt, das ist das gleiche gerade. Übersetzungsfehler, das ist das gleiche. Nee, also... Ich weiß es nicht. Creature Acid. Du machst halt, wenn du das ganze Set hast, machst du so einen Säureschuss mit einer 10% Wahrscheinlichkeit. Aber das würde ich mit allen Waffen machen. Das würdest du mit allen Waffen machen, genau. Gib mir kurz... Es gibt irgendwas, was einfach dein Damage 20% erhöht. Okay, dann brauchen wir jetzt noch Farm. Sind die, glaubst du, die Nashörner sind wieder da? Die Nashornkäfer? Ich glaube nicht, wir müssen mal schlafen. Vielleicht. Aber warte, ich bin gerade gar nicht da. Jemand an einem Scanner zufälligerweise? Ich kann gleich schauen, ob ich in der Nähe von einem bin. Hol dir die Crit-Mutation. Wie kriegt man die Crit-Mutation? Ja, aber einen brauchst nicht gefunden. Die was? Die Crit-Mutation? Die kann ich dir, die können wir gleich ablaufen einmal. Hey, Fid. Ich bin an keinem. Doch. Könnte. Ich muss jetzt mal kurz überlegen, was für Tiere ich noch nicht gescannt habe. Auf jeden Fall, wir können einmal die Mutter machen. Lass einmal die Mutter machen. Du kannst mal in die Base gehen und einen so einen Kuchen herstellen. In welcher Maschine macht man das? Ich glaube am Ofen, oder? Mutterspinn-Snack, hab's hergestellt. Okay. Das war ja einfach.